Radio Okito, Radio Okito, von Mensch zu Mensch. Energie der aktuellen Zeit. Für die Leute, die mehr wissen wollen, gehen auf die Homepage von der Ingrid. Das ist die zahlenphysik.at Seite, www.zahlenphysik.at. In den folgenden 3 Jahren, 2019, 2021, bündeln sich Informationen aus den 3 Jahrhunderten des 19., 20. und 21. Jahrhundert. Das komprimiert deren Wirkmasse, was atomar-atmosphärische Verwerfungen auslöst, wie wir sie seit Beginn des 20. Jahrhunderts durchleben. Und jetzt sage ich guten Abend zu dir, liebe Ingrid. Schön, dass du heute bei uns bist mit deinem Thema. Ja, einen wunderschönen guten Abend euch allen, dir Klaus am Mikrofon und allen Zuhörerinnen weltweit, wie ich vielleicht schon mitbekommen habe, von Kenia bis Hamburg. Und ich freue mich auf den gemeinsamen Abend und einen sehr interessanten Informationsaustausch und bin euch sehr dankbar, dass ihr mich mal wieder aktiviert habt und animiert und motiviert habt, mitzumachen und mein Lebensthema mit euch zu teilen. Wunderbar, hast du das gesagt. Ingrid, vielleicht magst du ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du tust und warum du die bist, die du heute bist. Vielleicht hast du ein paar Worte. Ja, das kann ich. Warum bin ich, die ich heute bin? Also ich kann nur sagen, dass auch ich in meiner Lebenszeit, ich gehe jetzt so langsam, aber sicher auf die 70 zu, mit 42, das ist von der Zahlenlehre her eine interessante Zahl, weil sie mit 6 mal 7 einen bestimmten Zyklus abschließt, hatte ich einen heftigen Lebenseinbruch. Das heißt, man hat mich einfach aus ganz normalen dreidimensionalen Lebensbedingungen, ich hatte meine eigene Firma, Softwarehaus und so weiter, rausgeworfen und ins kalte Wasser einer Situation, die mich völlig überfordert hat. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir los ist. Also alles, was ich mir aufgebaut hatte, war weg. Man könnte das mit dem klassischen Hiob bezeichnen. Und dann saß ich ein paar Jahre etwas ratlos da und wusste nicht, was das soll, wohin das führt. Bis dann, ja, 96, 97 so etwa, kamen dann die Zahlen in mein Leben. Und man muss wissen, ich habe in Mathematik in der Schule eine 5 gehabt. Und Mathe, das war nie mein Ding und vor allem Zahlen, es war eine echte Zahlenphobie. Insofern war dieser Eindruck oder der Einbruch der Zahlen in mein Leben eine Riesenherausforderung. Aber sie hat mein ganzes Leben verändert und dann irgendwann habe ich auch begriffen, das ist mein Lebensthema und von meinem ganzen Strickmuster, von meinem ganzen Seelenfeld her wusste ich, das kenne ich, das Thema kenne ich. Habe aber dann doch mit der Zeit was anderes gemacht. Dann kam, also aus Numerologie oder sowas, dann kam Johann Köstner in mein Leben. Das war 97, 98. Und da habe ich verstanden, dass Zahlen und Zeit nicht zu trennen sind. Seither mache ich ja diese Vorträge über die Jahresenergien, weil ich einfach verstanden habe, dass die Zahlenqualität der Zeit ihre Ausdrucksart verleiht. Das heißt, Zahl gibt der Zeit ihre Ausdrucksqualität. Und das sehen wir im Kalender und das ist mit der Zeit mein Lebensthema geworden. Und dann darf ich noch einfügen, jetzt ist es die sogenannte ontologische Mathematik, da möchte ich nachher noch drauf eingehen, weil das ist auch nochmal eine ganz besondere Richtung und die hat nochmal eine neue Kammer aufgemacht in diesem ganzen Gefüge. Okay. Jetzt hast du heute ein Thema mitgebracht, du hast die letzten Jahrhunderte angesprochen. Die Zeitlinie, magst du da drauf eingehen in der Eröffnung heute? Ja, gerne. In der Zahlenlehre ist es einfach so, dass wir wissen, dass Energiequalitäten sind ja nicht einfach nur so eine Rosenkranzgeschichte, die man so runterbetet, sondern in den Zahlen gibt es auch bestimmte Veränderungsprozesse, in der Zahlenfolge.
Und eine der größten Veränderungsprozesse, eine der größten Wandlungsprozesse vollzieht sich tatsächlich mit den Zahlen 19, 20, 21. Und wir haben das jetzt von der Zeitqualität her einmal aus der Sicht des Jahrhunderts. Das 19., das 20. und nunmehr aktuell das 21. Jahrhundert. Also wussten wir schon aus dieser Position, aha, in diesen drei Jahrhunderten werden sich eklatante Veränderungen in unserer Bewusstheit, in der menschlichen Bewusstseinssphäre abspielen, einspielen. Jetzt haben wir mit 2000, wie gesagt, das 21. Jahrhundert eröffnet und kamen jetzt mit 2019 in das gleiche Feld wie die Jahrhunderte, aber jetzt komprimiert in Jahre, also 2019, 2020, 2021. Und wenn du dir das jetzt als Fraktal vorstellst, das ist die gleiche Qualität, die sich für ein Jahrhundert zum Ausdruck bringt, jetzt in ein Jahr gebündelt kommt, dann sprechen wir davon, dass die Energie komprimiert wird und deshalb diese komprimierte Wirkmasse, weil wir einfach verstehen sollten, dass Zahlen Wirkintelligenz sind. Das heißt also, sie haben tatsächlich eine Auswirkung. Sie drücken sich durch uns aus. Und wenn ich dann in so eine Zeitphase komme, wo sich statt ein Jahrhundert ein Jahr abspielt, dann weiß ich einfach, boah, jetzt kommt Druck ins System. Und das haben wir jetzt mit 19, 20, 21 und sprechen deshalb von den wesentlichsten Übergangsjahren unserer Zeit. Ja, das hast du gut erklärt. Wenn ich jetzt mal so für mich als Nicht-Zahlenkenner bin und schaue in die Geschichte rein, dann weiß man ja, was im 18., 19. Jahrhundert, jetzt das 20. Jahrhundert passiert ist, jetzt von den Energien her. Wir haben die schreckliche Zeit gehabt, Anfang des 19. Jahrhunderts, das wissen wir. Und heute leben wir in einer ganzen anderen Energiefluss, so empfinde ich zumindest, Ingrid, dass die Menschen zumindest sehr, sehr, sehr viel auf die Straße gehen. Man einen sagen, wir werden erwachen, wir sind erleuchtet, sagen die anderen ein bisschen übertrieben, finde ich. Zumindest ist die Qualität der Zeit heute spürbar eine andere. Hast du da auch was an Infos? Ja, natürlich. Das ist ja der Ausgangspunkt, Klaus. Das kann man wirklich sagen. Damit erkläre ich auch meistens so dieses Entree, das Warming-up in den Seminaren, dass ich sage, schaut euch das an. Wir hatten im 16., 17., 18. Jahrhundert tatsächlich eine vollkommen andere Situation. Geschweige denn, wenn wir noch weiter zurückgehen. Ja, wir haben von heute aus gesehen immer mal so ein bisschen, das stelle ich so fest, wenn die Leute so retrospektiv oder historisch oder zurückdenken, welcher Art auch immer, dann habe ich den Eindruck, sie glauben immer, dass es damals so ähnlich war wie jetzt, dass wir so ähnlich gedacht haben. Und das stimmt nun absolut nicht. Das ist komplett anders. Und somit ist klar, ja, 16., 17., 18. Jahrhundert, das waren die Zeiten der sogenannten Aufklärung. Da hat das Industriezeitalter begonnen. Das war auch eine Aufbruchzeit. Aber wir haben mit der 18 zum Beispiel den Höhepunkt des Materialismus. Das ist einfach in der 18 drin. Die 18 ist dreimal die 6, sie gilt ja auch. 666 gilt als die Zahl des Teufels. Und das ist nichts anderes als tatsächlich Materialismus auf höchstem Niveau. Dann kommt die 19 und mit der 19 schwingt schon etwas sich Auflösendes ein. Und deshalb habe ich auch immer dazu geschrieben, in allen Informationen, dass es jetzt zu einer begrenzten Aufbaumacht kommt. Also die 19 setzt tatsächlich einem egozentrierten Aufbauprozess ein Ende. Das wissen wir, das hat sich über viele, viele andere Themen auch bewahrheitet oder ist nachvollzogen worden, dass die 19, dieses Phänomen der 19 nannte es der Professor Dr. Blichter, tatsächlich eine Grenze setzt bis hierhin und nicht weiter. Und zwar in Bezug auf ein ganz bestimmtes Selbst- und Weltbild, das sich auf das egozentrierte Bewusstsein
das egozentrische, körperhafte Bewusstsein abstellt. Also Realitäten, die auf diese Vorstellung einer Bewusstseinsphase körperhaft laufen, werden vom Einfluss der 19 und der 20 eliminiert. Okay, das kann ich noch nicht ganz verstehen, aber vielleicht mal sagen lassen, wie von 19 auf die 20 eliminiert wird. Das heißt praktisch, der Zeitverlauf neutralisiert praktisch die 19 und gehen in eine neue Zeit der 20 rein. So verstehe ich das. Die Taste drücken. Entschuldigung, ich war eine Taste zu hoch. Immer wenn die 9 auftaucht, haben wir ja ein gewisses Ende von der Fahnenstange. Ne? Wir haben 9, dann geht es in 10, wir haben 9, 10, dann geht es in 20, wir haben 29, dann geht es in 30. Also die 9 definiert immer das Ende einer Dekade. Ja, und dann kommt eine Nullerzahl, 10, 20, 30 etc. Und die wandelt in die neue Dekade hinein. Die bietet das Potenzial der neuen Dekade. Insofern ist es klar, dass wir tatsächlich mit neun eine Erneuerungsphase erleben. Das Besondere in dem Kontext ist nur, der Übergang von 19 in 20 ist halt ein ganz wesentlicher Übergang innerhalb unserer Bewusstseinssituation oder Atmosphäre oder Bildung, wenn du so willst. Also wir müssen mal davon ausgehen, dass alles, was wir da draußen an Welt, an Realität, an Schöpfung, an was auch immer, wie wir das bezeichnen wollen, wahrnehmen, sind ja alles Konstrukte, sind alles Ergebnisse, sind alles Auswirkungen von unserer Bewusstseinsebene, von unserem Bewusstseinsniveau. Ein Maulwurf hat eine andere Realität als wir. Das ist wirklich mal ganz wesentlich zu wissen, dass die ganze Selbst- und Weltbildgestaltung immer auf der Basis eines bestimmten Bewusstseinsniveaus abläuft. Und wir wissen einfach, dass wir mit der 19, 20, 21 in diesem Bewusstseinsniveau gravierende Veränderungen und Wandlungen erleben. Und deshalb reden wir ja auch seit dem Ende des 20. Jahrhunderts und dem Übergang ins 21. Jahrhundert ab 2000 immer von diesem Bewusstseinswandel. Woher kommt das? Absolut. Das heißt letztendlich, dass der Mensch letztendlich aufgrund auch der Vergangenheit letztendlich automatisch am Wachsen ist, auch wenn es dunkle Zeiten für viele waren und auch gute Zeiten waren, heißt auf jeden Fall, dass wir jetzt in eine neue Zeitepoche auch lebend hereingehen und auch spüren, dass Veränderungen sind. Und die spüren wir ja jetzt. Einige sagen hoffentlich kein Krieg, das hoffen wir alle. Wollen wir auch hoffen, dass das eine Evolution stattfindet, so sage ich immer, keine Revolution, sondern es geht hier auch um zu verstehen, was die Zeit heute für Potenziale mit sich gibt, oder? Ja, das ist genau der Punkt. Ich kriege das ja seit vielen Jahren mit und ihr ja auch. Es wird immer noch da draußen, ich sage das jetzt mal so in Anführungsstrichen, unglaublich viel geschimpft. Ja, es wird sich gefürchtet, die Leute sind angespannt, sie sind nervös, sie sind unruhig, sie sind unsicher und so weiter und so fort. Und dabei kommt immer dieser, auch in der sogenannten esoterischen Szene oder spirituellen Szene, wie man die jetzt auch gerade nennen möchte, immer wieder dieser Unterton, ich sag jetzt mal dieses miese, fiese Ego. Ja, das kennt ihr auch. Ne? Also immer wieder der böse Mensch und der kann nicht denken und der kann dies nicht und der kann jenes nicht und der macht dies nicht und er macht jenes nicht. Und das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen gegen den Strich. Weil dann ist echt nichts verstanden, was das Menschsein in Wahrheit bedeutet. Mein Credo ist, und das habe ich über die Zahlenphysik verstanden und vor allem auch über das Gesamtthema Mathematik. Schau dir mal das Wort an. Mathematik. Allein der Präfix Ma sagt, ist ein Ausdruck, den man übersetzen kann mit die Gestaltungsmacht. Ma
Mama, Magi, Material, Materie, Manifestation und so weiter und so fort. Dieser Ma-Begriff meint Gestaltungsmacht. Und wenn ich also jetzt von Mathematik spreche, dann ist es das Thema von Ma. Das heißt, über die Mathematik, das ist die Wissenschaft der Gestaltungsmacht. Das ist die Mutter aller Weisheit, die Mutter aller Wissenschaft. Die Mathematik zeigt mir, welche Bedeutung der Mensch tatsächlich hat, weil es gibt dann auch noch einen anderen Begriff, der heißt Mathesis, die Ich-Bemühung, was auch ein Hinweis ist, dass das menschliche Bewusstsein sich entwickelt, bemüht in Anführungsstrichen, sich entwickelt in eine ganz andere Richtung, als wir uns das gedacht haben. Das heißt also, die egozentrische Phase des Menschen, die körperhafte, die dreidimensional geprägte Phase, die wir jetzt erlebt haben und die jetzt beendet wird, die jetzt erschöpft ist, die mit 19, 20, 21 energetisch tatsächlich vorbei ist, nicht mehr unterstützt wird, diese Phase dient der Selbsterkenntnis der eigenen Göttlichkeit. Deshalb sage ich immer so gerne, der Mensch ist ein dementer Gott. Das göttliche Selbst hat sich in dieses Bewusstsein des Vergessens, Gott ist Fleisch geworden, das Göttliche ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden, hat sich in dieses Bewusstsein hineingedrillt, ja, und hat diese Phase der Unsicherheit, der Abhängigkeit, der Ausbeutung, was auch immer, bla bla bla, die ganzen Themen kennen wir, durchleben müssen. Und da ist es ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz wesentlicher Aspekt, den es zu begreifen gilt, zur Komplettierung des Geistes. Das heißt also, das geistig-göttliche Prinzip komplettiert sich, wird ganzheitlich, indem es diesen Aspekt der völligen Gegensätzlichkeit seines Ursächlichen durchlebt und erfährt. Und das ist die egozentrische Phase des Menschen. Das ist die Kinderphase des Göttlichen. Und dann beginnt mit 19, 20, 21 dieses göttliche Erwachen. Und insofern ist die Mathematik tatsächlich die Wissenschaft von der göttlichen Selbstbewusstwerdung. Das war von Anfang an das Ziel. Und nun muss ich uns nicht beschimpfen, dass wir als Kind zu blöd waren, unsere Darmmuskeln zu beherrschen und dass wir noch nicht laufen konnten und dass wir böse Dinge gemacht haben. Herr, verzeih Ihnen, denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Also mein ganz großes Credo, Klaus, und das möchte ich wirklich heute Abend zuallererst mal anbringen, ist, bitte seht euch endlich mal als menschliche Wesen mit diesem gütigen Blick, was wir durchgemacht haben als göttliche Wesen. Wirklich, wirklich, wir sind göttliche Wesen, die vorübergehend, wir sind eine Übergangsspezies, wenn du so willst, ja, die vorübergehend diese Phase durchgemacht hat mit allem Schrecklichen, was du sagst, mit dem Dunklen, dem Schmerzhaften, Leidvollen und. Aber jetzt sind wir energetisch durch. Das hast du wunderschön gesagt, jedoch sind nur gewisse Menschen momentan von ihrem Bewusstseinszustand soweit durch. Sie können sich das noch nicht richtig vorstellen, weil sie oft noch in den Hamsterradl sind. Also die Veränderung, in der stecken wir ja jetzt noch. Absolut richtig. Ich werde oft gefragt, ja, was machen denn die anderen oder was sagst du denn zu denen? Das ist immer so ein bisschen eine Falle, so eine Frage. Ne? Ich sage ganz klar und deutlich, Leute, diese ganze Sozialkompetenz und dieses ganze Altruistische und dieses ganze, was machen die anderen, das war in unserer egozentrischen Phase wirklich wichtig. Das hat uns dieses Herdenbewusstsein, das hat uns dem Überleben gedient, ist jetzt nicht mehr opportun. Das macht einfach keinen Sinn mehr. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, Klaus, wenn man das von der energetischen Situation, also wirklich jetzt mal von der Energie der aktuellen Zeit her sieht, was schenkt mir denn die 19, die 20, die 21, was schenken mir die an Qualität, an energetischer Qualität? Energein, ein griechisches Wort, en heißt innen,
Ergein, der Antrieb. Also Energie ist ja nichts anderes als mein innerer Antrieb. So, und was kommt jetzt an Einfluss, an kosmischer Intelligenz, die sich durch mich zum Ausdruck bringt, in mir und bietet mir Qualitäten, die es bisher gar nicht gegeben hat? Und da stelle ich jetzt einfach fest, dass mit diesem, nenne es Erwachen, ja, aus einem Schlaf, aus einem tiefen Schlaf, aus einer Art Ohnmacht, aus dieser Demenz, diese Selbstbewusstwerdung auftaucht, und zwar in meinem eigenen Sein. Und das läuft aber sehr subtil, und dafür brauche ich wirklich meine ganze Aufmerksamkeit. Und ich sage immer wieder, wenn ich gefragt werde, ja, das, was du da sagst, das versteht ja nicht jeder. Nein, ich sage das auch nicht für jeden. Die Menschheit ist keine homogene Masse. Das können wir uns alle mal abschwinken. Ja, wir haben so viele unterschiedliche Bewusstseinsebenen, so viel unterschiedliche Seinsarten, dass ich sogar behaupte, auch die humanoid aussehen, müssen nicht unbedingt die Menschen sein, die ich hier meine. Nämlich der Mensch, das Wesen, das ich denken kann, göttlich zu sein. Men ist Mentalität, ist die Denkkraft, ist der schöpferische Aspekt. Der Begriff Mensch weist mich schon darauf hin, dass ich ein Wesen bin, das ich zu gegebener Zeit, in seinem Zeitpunkt der Reife, selbst denken kann, dass es göttlich ist. Und für die bin ich eine Art Sprachrohr. Für die übersetze ich die Zahlen mit ihren Botschaften. Wo stehen wir? Was sagen sie uns? Was ist diese Zeitqualität? Was wirkt in uns? Was ist das für eine Intelligenz? Kann man begreifen. Das ist alles gar nicht so schwierig. Es ist nur, um Gottes Willen, keine Numerologie. Die Mathematik ist der Handlauf für uns. Die Mathematik ist eben die Wissenschaft auch der Ordnung. Und hier können wir der Ordnung halber sehen, wo wir in unserer Entwicklung stehen. Und wir sind gerade in dieser Aufbruchsphase, in diesem Aufwachen oder in dieser Pubertät oder Übergang zwischen Embryo und Säugling. Also wir können Beispiele nehmen, genügend. Und das gilt es zu erfassen, und zwar, da gibt es einen wunderschönen Begriff, den habe ich bei Spengler gelesen, Oswald Spengler, ist ein Kulturphilosoph, der hat gesagt, nur sich selbst gehörend. Und das passt wunderbar in diese Zeit und vor allem auch in die 19, die hat ja auch dieses sonnige, dieses Selbstbewusstsein, sich seiner selbst bewusst zu sein. Und ich sag dir was, Klaus, in dem Augenblick, wo du das für dich begreifst und erfasst, fängst du auch an zu leuchten oder an zu strahlen. Das hat was extrem Ansteckendes, Attraktives. Die Menschen nehmen das wahr. Diejenigen, die eine Art Resonanz in sich haben, die auch jetzt in diese Phase kommen, die registrieren das sehr wohl und sind sehr dankbar, da Informationen zu bekommen. Und die noch im Kindergarten sind, bildlich gesprochen, ja, mein Gott, das kann ich nicht ändern. Wenn ich jetzt schulreif bin und dann gehe ich auch aus dem Kindergarten und mache mir keine Gedanken, was meine Kindergartenkameradinnen da jetzt machen, ja, lass sie weiterspielen, mach doch nichts. Die sind halt noch nicht schulreif. Die kommen schon irgendwann dran. Okay, das habe ich verstanden. Da wollte ich nämlich ein bisschen drauf eingehen, weil im Europa, sage ich mal, was die Medien kennen, wir wissen das ja, dass momentan Entscheidungen gefallen sind, die uns ja nicht so koscher sind. Das heißt, wir haben eine Impfpflicht bekommen, die Bauern gehen auf die Straße demonstrieren, dann haben wir die 5G-Geschichte. Also wir haben so große Hauptthemen und auf der anderen Seite versperren sich Politiker und für mich und schauen noch im alten Denken, alte Zeit mehr herein und so bewegen sie sich, so kommt mir das vor. Wie siehst du diese Thematik? Ich meine, Impfpflicht ist ja eigentlich ein Thema, wo ich nur noch mit dem Kopf schüttel, wenn man weiß, wie ich es gelernt habe, Ingrid. Man hat erstmal 15 Masern-Tote in ganz Europa, habe ich gehört. Und wenn man eine Impfpflicht macht, laut meiner Bildung zum Krankenpfleger, hat man immer gesagt, erst wenn eine Epidemie ausbricht, dann ist eine Impfpflicht zu erwähnen.
Und heute sind diese Entscheidungen, und ich sehe das als alte Zeit, altes Denken, und wir dürfen da hinschauen und es annehmen zu verstehen, genauso wie das Thema 5G. Man soll nicht dagegen sein, sondern einfach vielleicht aussprechen, was es alternativen Lösungen gibt, die uns besser gut tun. Wie siehst du dieses? Also erstmal ganz generell, in dem Augenblick, wo ein System, und wir sprechen von einem Bewusstseinssystem, von einer Bewusstseinsstruktur, die sich über Jahrtausende aufgebaut hat, nicht? Unser Egozentrik, so wie wir heute unser Ich wahrnehmen, das ist immerhin schwere Arbeit gewesen, unsere eigenen Bewusstseinsentwicklung, unsere eigene Bewusstseinsbildung in den letzten 5200 Jahren. Ja, das haben wir uns in 5200 Jahren redlich erworben, diesen Bewusstseinszustand, so, in dem wir uns heute befinden. Jetzt kannst du dir vorstellen, ein derart stabiles und massives, unter so viel Herausforderungen entstandenes System gibt nicht so schnell auf. Das kennen wir. Sobald etwas Neues auftaucht, gilt das zunächst einmal für das bestehende System, für die bestehenden Machtverhältnisse, eine Bedrohung, eine Gefährdung. Und schon rufe ich die Gegenwehr auf den Plan. An diesen ganzen rigiden Maßnahmen, die da zurzeit draußen laufen, erkenne ich zum Beispiel tatsächlich meine Wahrheit als bestätigt, weil man sich so viel Mühe geben muss, sie zu unterdrücken. Und eine Lieblingsstrategie innerhalb dieses Systems, das war schon immer so und das ist auch derzeit immer noch das Mittel der ersten Wahl, ist Angst schüren und vor allem Feindbilder aufbauen. Ob das jetzt 5G ist oder die Terroristen oder die Masern, Viren oder was auch immer. Wir werden bombardiert mit enormen Gefahren und Bedrohungen von allen Seiten. Das heißt, jetzt müssen wir aber wirklich mal fair sein. Der Feind kommt nicht von außen, sondern das ist eine über Jahrtausende entstandene bzw. wahrgenommene in der dreidimensionalen Prägung ausgebaute Existenzangst. Die gab es in zweidimensional nicht und die wird es in vierdimensional, fünfdimensional nicht mehr geben. Das ist das Privatvergnügen dreidimensionaler Prägung. Die steht unter Existenzangst, weil sie gezwungen ist, ihre Art und sich selbst zu erhalten. Die Existenzerhaltung. Du wirst in ein Leben gestellt. Das ist so. Und jetzt musst du in diesem Leben unter den gegebenen, dir vorgesetzten Bedingungen existieren. So, das haben wir über Jahrtausende gelernt, so haben wir uns programmiert und ich mag das überhaupt nicht, wenn die Leute so sagen, man hat uns konditioniert. Nein, das konnten wir alle selbst in dieser Phase. Wir haben alle an diesem System, wie wir es heute erleben, mitgestrickt. Auf anderen Ebenen, zum Teil unbewusst, zum Teil wird uns das bewusst, spielt jetzt gar keine Rolle. Auf jeden Fall sind wir keine Unschuldslämmer, die jetzt das erste Mal in diese Welt reinstolpern und sagen, huch, was ist denn hier los? Ma, sind die alle böse? Ich komme von der Venus und wir haben uns alle so lieb und ich bin in der Innererde gewesen und die haben, nein, das ist alles Unsinn. Wir sind alle, und ich will überhaupt nicht mit Außerirdischen und diesen ganz an, die Archonten und all diese Geschichten, das sind Geschichten, die braucht eigentlich kein Mensch. Aber bitte, macht ja immer noch Spaß, ins Kino zu gehen und sich gruseln zu lassen. Aber nötig wäre das nicht mehr. Aber zum Verständnis ist wirklich alles, was da draußen passiert, dient der Unterdrückung dieser Systeme. Und deshalb sage ich, diese Konfrontation, das, was ich im Text geschrieben habe, ich gebe ja gerne zu und ich muss es ja auch immer wieder sagen, die Formulierungen sind nicht so ganz üblich. Aber ich bin ja
eine, wenn ich so sagen will, Übersetzerin höherer Dimensionen. Die Zahlen kommen ja aus der fünften Dimension. Ja, das muss ich mal festhalten. Das ist fünfte Dimension. Das ist dort, wo die Seele unser Schicksal steuert. Und von dort kommt der, kommen die Informationen über die Zahlen. Und jetzt muss ich natürlich Ihnen ja auch die Botschaften, die ich bekomme, übersetzen und die halbwegs in Worte bringen, die uns was sagen. Und deshalb ist es manchmal so eine merkwürdige Art von Text oder Formulierung. Und ich finde das mittlerweile, am Anfang habe ich mich auch ein bisschen gewundert und habe gedacht, mein Gott, kann man das nicht einfacher machen? Und es kommt dann immer wieder, jein, es soll ja gar nicht so, ich sage jetzt mal bitte nicht missverstehen, aber es soll ja gar nicht für jeden sein. Ja, es sind ja wirklich nur für die, die sich vom höchsten Zeitgeist berufen fühlen, die wissen, was damit gemeint ist. So, und da ist eben ganz klar, dass wir in diese Konfrontation der Umbruchwelten sind, die sich zuallererst mal das Bestehende wehrt sich gegen sein Sterben. Wird alles tun. Das ist die ganz typische Agonie eines Systems. Das kennen wir von der Oma, ja, die auch auf einmal so die Flügel hängen lässt und denkt mal so, die Oma hat noch 2 Tage und auf einmal richtet die sich auf und isst nochmal. So, da wird die ganze Lebenskraft noch einmal in den Topf geworfen. Jetzt will man es nochmal wissen. Aber das genau ist, wie gesagt, ein Zeichen, dass da was zu Ende geht. Man sollte sich nicht allzu tief in diese Dilemmata, in diese Widersprüche, in diese zum Teil wirklich grauenhaften Strategien, die da aufgebaut werden, verstricken. Warum? Weil du immer, wenn du dich damit kümmerst, und ich weiß, und du hast mir gesagt, ja, man muss doch gegen 5G sein. So, was machst du denn mit so einer Aussage, die immer auch emotional ist? Du gibst dir Energie. Du gibst einer Vorstellung Energie, die du doch gar nicht haben willst. Ich muss noch was dazu sagen, so als kleinen Link zu dieser, in dem Zusammenhang. In meinen Seminaren, wenn die Leute mir anfangen, irgendwas zu erzählen, unterbreche ich die rigide. Warum? Weil ich ihnen sage, ich weiß ja dann schon, was gesagt wird, ich bin ja nicht irgendwie Psychogruppe erste Stunde, hoch, wir lassen uns alle ausreden, sondern wenn ich merke, das geht jetzt in eine destruktive Richtung, dann frage ich, ob Sie das, was Sie jetzt sagen wollen, wirklich erleben wollen. Denn Klaus, wenn wir jetzt nicht anfangen zu begreifen, dass die Art, wie wir denken und fühlen, unsere Realität bewirkt, dann weiß ich es nicht. Dann haben wir nichts verstanden. Und das ist der Punkt. Es geht nicht um Augenwischerei, es geht nicht um Blauäugigkeit, es geht nicht um das Wegsehen in dem Sinne, sondern wenn, dann geht es um ein freies Sehen, um ein neutrales Sehen, um eine vorurteilsfreie Haltung. Denn wir wissen doch überhaupt gar nicht, wie die Dinge tatsächlich weitergehen, wie wir uns noch weiterentwickeln, was sich in uns noch alles zum Ausdruck bringen wird, wie der Zeitgeist noch mit uns sein wird. Und dann gehen wir mit diesen Dingen ganz anders um, als uns jetzt in einer Bedrohungsszenerie vermittelt werden soll. Lassen wir uns bitte, bitte nicht mehr in dieses Angstboxhorn jagen, sondern gehen sofort in diese absolut ursprüngliche Wahrheit unseres Seins. Ich bin einfach göttlich. Und damit fange ich viel von diesen Attacken auf. Ingrid, wunderbar, wie du das sagst. Und da kommt schon eine Zuschrift aus Kenia. Ich liebe dich für dein Sein. Dankeschön. Und liebe Maria, du hast da auch was geschrieben. Und komm doch gleich mal in den Warteraum rein, weil das kann ich noch nicht so nachvollziehen, wenn du mit der Ingrid das nochmal ansprechen möchtest, dein Posting. Und wir haben den Jenne, der ist ja heute mit bei uns wieder in unserer Runde, macht auch die Aufzeichnung mit als Sicherheitsaufnahme. Schon mal dafür nochmal ein Danke. Und wir haben auch schon den ersten Gast, die Elfi, bei uns. Und jetzt möchte ich aber den Jenne mal das Wort geben. Ingrid, bist du schon einverstanden, dass wir die Runde eröffnen? Aber selbstverständlich. Wunderbar. Jenne, dein Mikrofon, schön, dass du heute da bist.
Ja, schönen guten Abend euch. Freue mich auch. Und das ist wirklich eine Wonne, dir zuzuhören, Ingrid. Und ich drücke dich schon mal so von mir zu dir einmal dafür, dass du da bist. Und Kalle auch. Also der hat das ja auch gleich gefühlt und gemerkt und hat sie das ja gerade mitgeteilt. Also großartig, wie du das beieinander holst und klar und deutlich auch benennst. Ja, und da also wenn man es verstanden hat, dann ist die Klarheit da. Vorher war das noch versuchtes Aufzeigen, aber wenn man was verstanden hat, dann ist die Helligkeit da. Ja, der Raum, der vorher dunkel war, der ist jetzt hell. Und die Deutungen und die Begebenheiten, weil es hell ist, sieht man sie und kann sie auch sofort benennen. Und das spürt man bei dir. Also ich sage ja schon mal Dankeschön. Ja. Ich habe das nochmal mit den Zahlen, wo du dann angefangen bist, das aufzuzeigen, ja auch mit den Energien und die Zeitsprünge, die da dann ja vollziehen. Und wir haben von 9 auf 10, 19 auf 20, 20, 20. Wenn man dann die letzten 2000 Jahre zurückgeht, wo, also es ist ja immer wieder zeitlich einzugrenzen, so wie du das gerade auch schon aufgezeigt hast, ist ja die letzten 2000 Jahre ungefähr, wo wir in diesen magischen Zaubertrick der Zeit und des Nichtwissens gesessen haben und diese Energie, also des Verborgenen und diese dunkle Zeit, so wie sie ja gewesen ist, und das jetzt so vereint, komprimiert in den letzten 20 Jahren an Bewusstsein ja auch Jahr für Jahr gestiegen ist, ne? Wie dann die letzten 2000 Jahre Vergangenheit gewesen sind. Nur mal so, um sich da nochmal bildlich vorzustellen oder sich da auch also zu hinterfragen. Das ist die Geschichte, das ist das, was uns angeht, wo wir, wenn wir es wissen möchten, wo wir uns dran richten können und erkennen können. Und das war einmal der Punkt, den hatte ich mir mit aufgeschrieben. Ja, und dann war es ja mit der Mathematik. Ja, also bin ich auch völlig bei dir, ne? Und ich habe mir da dann aufgeschrieben über die Mathematik zu Pythagoras, ne? Die Zahl 3 plus 4 plus 5, wo man das ganze Universum mit ausrechnen kann, wo man Pyramiden mitbauen kann, was ein Maurer im ersten Lehrjahr lehrt und gar nicht weiß, was er da lehrt, ja, das ist eine besondere Zahl. Und ne, von Pythagoras dann zu Phi und den goldenen Schnitt, ja, wo wir dann bei uns ganz in der Tiefe ankommen, wo wir diese Pyramide der Ausgeglichenheit, der Masse, nicht im Mittelpunkt, ja, der goldene Schnitt, das ist ja quasi der Mittelpunkt, aber der Mittelpunkt muss nicht in der Mitte sein, sondern der ist versetzt und ergibt sich aus der Ausgeglichenheit der Masse. Und ich bin da sehr dankbar, dass wir viele Sendungen in den letzten Jahren da gemacht haben und mir diese Zahlen am Anfang, wo ich in diesen Wissensdurst gewesen bin, hab ich die Zahlen gesehen und auch die Sachen gelesen, aber ich konnte das noch gar nicht so verstehen. Aber jetzt in letzter Zeit läuft mir das immer wieder über den Weg und jetzt hat sich da auch wieder das Tor aufgemacht. Es ist auch wieder hell geworden. Und ja, das war es erstmal. Oh ja, und bewertungslos, zweifellos, wenn man eben halt an dieser Sache kommt und der Erkenntnis und mit sich selbst konfrontiert ist und dass man da eben halt nicht drin aufgeht und nicht dran, also die Energie aufnimmt, ne, weil sie gut oder schlecht ist, das ist beides dann immer positiv und negativ, auch im gegengesetzten Pol. Und ja, einfach das bewertungslos erstmal sich angucken, spielerisch und ja. Da möchte ich jetzt mal auf zwei Dinge eingehen, was du gesagt hast. Also erstmal vielen lieben Dank für dieses reizende Kompliment. Ich freue mich natürlich sehr, wenn eine solche Thematik in der Lage ist, uns so zu berühren, dass wir ein tiefes Ja sagen zu uns selbst.
zu uns selbst, zu unserer Großartigkeit, zu der Großartigkeit unseres Menschseins, zu unserer heldenhaften Lebensart sagen können. Und das möchte ich eigentlich auch mit Mathematik erreichen. Dann nochmal zwei Aspekte dazu. Der eine ist, dass wir aufgrund unserer dreidimensionalen Prägung, und da möchte ich immer wieder betonen, dass es bei dreidimensionaler Prägung des Bewusstseins immer darum geht, dass wir körperhaftes Bewusstsein hatten. Also ein Bewusstsein, das an einen Körper gebunden war. Natürlich braucht Bewusstsein immer eine Trägerinstanz, das schafft es sich. Aber in der dreidimensionalen Prägung war das dieser Körper. Und dieser Körper war da das Leben und außerhalb dieses Körpers gab es kein Leben. Also dieses ausschließlich dieser Körper und von daher eben dieser ganze Existenzstress. So, jetzt haben wir natürlich eine Mentalität aufgebaut auf dieser Basis, die dazu gedient hat, wie ich schon sagte, zu überleben. Das heißt, wir denken gar nicht wirklich schöpferisch auf dieser Ebene, sondern erfassen Gedanken wie aus Omas Rezeptbuch, morphogenetisches Feld, erfassen Gedanken, die Erfahrungsmuster sind, die abgelegt wurden, die dem Überleben gedient haben. Und unsere ganze Frage, ja, wie geht denn das und wie ist denn das? Und wenn wir das da draußen bewerten, wie du richtig sagst, diese Wertungssicht beruht ausschließlich noch auf der Gewohnheit, existenziell überleben zu müssen und dafür Gedanken zu erfassen. Das ist nicht Denken, sondern das ist einfach Gedanke empfangen. Ich will jetzt nicht vertiefen, wo die herkommen und so weiter. Das wollen wir jetzt mal wirklich an dieser Stelle beiseite lassen. Also das ist die eine Sache, die mir nochmal erwähnenswert erscheint, dass wir sagen müssen, wir sind so gewöhnt, immer im Überlebensmodus zu denken, dass wir alles aus dieser Perspektive heraus sehen und be- und sogar verurteilen. Das ist das eine. Das andere ist das Thema der Mathematik. Es gibt nicht eine Mathematik, sondern es gibt mittlerweile drei Varianten. Die wir am meisten kennen, die uns vertraut ist, das ist die sogenannte gegenständliche Mathematik. Also die Mathematik, man hat sie auch von Spengler, der hat sie antike Mathematik genannt, das ist die Erkenntnis von Grenzen, von Ordnung, von Formen. Also das menschliche Bewusstsein entdeckt Formen in der Außenwelt. Das muss man sich ja auch mal geben, das ist ein Bewusstseinsentwicklungsprozess. Da geht es um unmittelbar Anschauliches, Überschaubares und auch dem Bedürfnis nach sichtbarer Begrenzung. Aus dieser gegenständlichen Mathematik entdecken wir zum Beispiel die Zahl Pi oder Phi oder was auch immer, ja, die du eben angesprochen hast, die ganzen mathematischen Formeln, die Fibonaccis und. Also auch alles, das die Blume der Erde und was Glitzke entdeckt hat und so weiter. Das heißt, da ist das Bewusstsein noch auf einer Stufe, das bereits Entstandenes entdeckt Formen, die fünf platonischen Körper etc., Formen, die bereits entstanden sind, die uns natürlich irgendwie inneliegen, weil wir sind ja Wesen aus der fünften Dimension, und jetzt entdecken wir. Das heißt, wir gehen Ostereier suchen, wir finden auf einmal die Ostereier. So, dann gab es die antike Mathematik, die ist ein paar tausend Jahre alt. Dann gab es so Zeit der Aufklärung, 17. bis 18. Jahrhundert ungefähr, die sogenannte abstrakte Mathematik. Das heißt, auf einmal kommt Unendlichkeit, Unbegrenztheit in unser mathematisches Denken. Das Imaginäre, das Intuitive, das Transzendente. Das heißt, diese abstrakte Mathematik beschreibt nur noch funktionale Wirkungen und ist mehr oder weniger schon von konkreten, gegenständlichen Körperhaftem befreit. Das muss man sich jetzt mal geben. Ja, das heißt also, hier kommen schon Ablösungen ins mathematische Denken, Ablösungen von diesen konkreten gegenständlichen Aspekten. So ist es und so, das kann man wiegen, das kann man messen, das kann man so. Also dieses ganze Wissen, dass es eine klare, abgeschlossene Größe ist, hier liegen zwei Äpfel und nicht drei.
Das ist eine eingeschränkte Sichtweise und da geht es nur um Grenzwert setzen von Maß, von Menge, von Größe und nicht mehr so in der abstrakten Mathematik. Da sind die Gebilde tatsächlich nur mehr Prozesse des Denkens, ein imaginärer Punkt, eine irrationale Zahl und so weiter. So, das waren bisher die beiden großen mathematischen Felder, die beiden großen mathematischen Bereiche. Jetzt komme ich und sage, naja, das eine ist also eine Form, die ich sehe, das andere ist eigentlich abstrakt, da ist noch keine Form. So, aber woraus entsteht die Form? Und jetzt nenne ich das eben, das ist die ontologische Mathematik. Und diese ontologische Mathematik, das ist jetzt das Wissen um die Schöpfungspotenz, das Wissen um die Formbildung. Das heißt, wir sind heute mit der 20 in einer großartigen, aber auch in einer misslichen Lage. Wir haben jetzt eigentlich die Zeit, wo uns was vorgesetzt ist, wo wir sagen können, ah, so ist es. Das ist ganz konkret so. Ja, die ist vorbei. Entschuldigt mal, Leute. Das war in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts das Thema der Quantenphysik. Da hat schon 1952 Schrödinger einen Vortrag gehalten, hat gesagt, wir können heute gar nicht mehr von Materie sprechen in der alten Art. Sie gibt es so nicht. Auch das möchte ich nicht vertiefen. Ich möchte nur sagen, wir sind jetzt in einer Situation, wo das uns Vorgesetzte sich zurückzieht. Wir brauchen nicht mehr auf die Suche nach den Formeln der Lebensformel, der Weltformel zu gehen. Das wäre wieder etwas, was uns vorgesetzt ist. Wir brauchen aber auch nicht in die unendlichen Welten des Abstrakten zu gehen. Wir wissen, dass wir aus der reinen Geistebene heraus Einheit sind, auch wenn man die gar nicht bezeichnen kann. Das ist ein Numinosum. Wir Menschen auf dem Weg, unsere Göttlichkeit anzuerkennen, göttliches Selbstbewusstsein zu entwickeln, wir haben jetzt die Mathematik der Gestaltungsmacht. Wir begreifen jetzt, dass wir selbst ein Schöpfungszentrum sind. Und die Zahlen sind praktisch jetzt so unsere geistigen Lego-Bausteine. Wir kriegen keine fertige Welt mehr. Es gibt nichts mehr, woran wir uns orientieren könnten. Es macht keinen Sinn mehr zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, so ist es gut, so ist es böse, das ist nützlich, das ist schädlich. Kinder brauchen diese Anleitungen, erwachsen werdende Göttinnen nicht mehr. Und daran müssen wir uns gewöhnen, denn das nennt man Freiheit. Auch Freiheit von unseren bisherigen Vorstellungen. Auch Freiheit von unseren bisherigen Existenzängsten. Auch Freiheit von unseren bisherigen Selbst- und Weltbildern. Und dann, das wird jetzt in dieser Phase tatsächlich abgelöst. Wir werden unsere alten Bedingungen, unsere alten Gewissheiten, die so wichtig waren für die egozentrische Phase, nach und nach vergessen. Also wir können fast dann, als Mensch werden wir dement und als Götter werden, sind wir am Erwachen. Gut, möchte ich jetzt auch nicht übertreiben. Also, jetzt geht es um Erkenntnis der individuellen realitätsbildenden Gestaltungsmacht. Und das ist die ontologische Mathematik. Also die Mathematik, die meinem Leben aus meiner Individualität heraus Sinn und Bedeutung gibt. Und dafür gibt es keine Maßstäbe. Das wird so anders sein, als wir uns das bisher gedacht haben, weil es ist wirklich anders, eine Realität zu bilden. Auf der Basis von göttlicher Selbsterkenntnis ist so anders als eine Realität auf der Basis einer egozentrischen, körperhaften Existenz. Das ist noch nicht einmal vergleichbar mit Embryo und Säugling. Das sind immer so meine Lieblingsbeispiele. Wenn du dem Embryo erzählst, dass er Säugling wird, wird er immer versuchen, seine embryonalen Bedingungen zu erhalten. Was ist das Einzige, was er kennt?
Und so fühlen wir uns jetzt auch zum Teil, ja. Wir klammern uns an unsere Nabelschnur, an unser Fruchtwasser und an die Gebärmutter und sagen, Gottes Willen, ohne das können wir doch nicht leben. Ja, das ist alles gefährdet, wenn wir erstmal, oh Gott, wenn wir erstmal da raus sind. Tja, und wenn wir draußen sind, dann nutzen uns Nabelschnur, Fruchtwasser und Gebärmutter nichts mehr. Alles, was dem Embryo zu seiner Existenzerhaltung gedient hat, wäre für den Säugling tödlich und umgekehrt. Und das muss uns einfach mal klar werden, in welch radikalem Veränderungsprozess unseres Bewusstseins wir stecken. Und Leute, das ist the point of no return. Wir stecken mitten im Geburtskanal. Wir können jetzt nicht mehr sagen, oh, ich überlege mir das anders, ich mache doch noch weiter ein bisschen mit meinem Ego-Gezicke. Nein, es drückt uns durch. Und der Druck wird jetzt gerade 2019, deshalb habe ich das eingefleischt genannt, der geht jetzt bis auf die zelluläre Ebene. Der geht bis auf die Zelle. Und das ist etwas, wo wir in Ruhe, im Rückzug, in der Konzentration auf diesen Entwicklungsprozess, stellen wir uns einfach vor, wir sind hochschwanger und es dauert noch ein bisschen, Elefant, ne, braucht ein bisschen Zeit. Und alles, was wir dafür tun können, um uns gut zu nähren und gütig zu uns zu sein, liebevoll zu uns zu sein, verständnisvoll für uns zu sein, auch noch für unsere Anfälle von Ängsten. Da kommen immer noch mal Wellen aus der alten Bewusstseinsebene, die war nun mal sehr dominant, ist es auch zum Teil noch, aber geben wir ihnen nicht mehr diese große Aufmerksamkeit. Schenken wir uns jetzt wirklich einfach dieses Wissen um unsere natürliche Veranlagung, um unsere wahre Natur, und die ist göttlich, und die sollten wir täglich aktivieren, anerkennen, uns ihr zuwenden. Ingrid, das hast du so. Und jetzt möchte ich die Elfi mal ihr das Mikrofon überreichen, und dann gehen wir nochmal auf die Frage von Santaro auch ein. Und guten Abend, Elfi, dein Mikrofon. Ja, seid gegrüßt, ihr Lieben. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ich weiß nicht, ob Ingrid dich hört. Du bist immer sehr leise. Ganz schwach. Du bist immer ganz leise, liebe Elfi. Das ist wirklich ein Problem. Wir müssen dich mal endlich laut kriegen. Seit 1-2 Jahren bist du so leise. Und jede Aufnahme, Menschen, die in den Boxen sind, verstehen dich leider nicht. Aber ich gebe dir jetzt mal Gas. In der Aufnahme wirst du bei uns natürlich gut sein, weil ich dich hier lauter gestellt habe. Versuch mal, wenn die Ingrid dich nicht versteht, dann müssen wir das abbrechen. Probier's mal. Ich will nur nie immer gleich die Leute verschrecken, weißt du? Ich kann ja auch mal ein bisschen brüllen. Probier's. Also für die Ingrid erstmal ein dickes Danke, und du sprichst mir aus dem Herzen. Also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Mir ist aber aufgefallen, Klaus, du hast das gestern schon erwähnt, die Impfgeschichte, ne? Es gibt keine Impfpflicht. Es gab eine Pressemitteilung am 8. Oktober von der CSU-Fraktion. Da wurde explizit gesagt, es muss uns gelingen, die Menschen davon besser zu überzeugen, dass sie sich impfen wollen. Ne? Das ist mal das eine. Und ich habe noch eine andere Information. Eine Zwangsimpfung, das kommt vom Bundesministerium für Gesundheit. Am 14. November kam das. Eine Zwangsimpfung kommt in keinem Fall in Betracht. Und das Ding heißt auch nie Impfpflicht, sondern es heißt Betreuungs- und Beschäftigungsverbot. Also wie die Ingrid schon gesagt hat, dürfen uns nicht mehr in die Boxhörner jagen lassen. Die kommen mit irgendwelchen Sprüchen daher und wir glauben es denen und rennen dann dem Kram wieder hinterher. Aber wir sollen nie glauben. Wir sollen wissen, wir sollen uns erkennen oder müssen uns erkennen. Und dann tangiert es sowas nicht mehr. Dankeschön, Elfi. Hast du noch eine Frage speziell an Ingrid heute? Nee, da fällt mir nichts ein, weil das ist alles erklärbar für mich, was die Ingrid sagt. Und ich begeistert. Sie spricht mir aus dem Herzen. Wunderbar. Dann gehe ich mal weiter zur Frage von Santaro. Vielleicht hast du es schon gelesen, Ingrid. Ich lese es nochmal kurz vor. Ingrid, möchtest du uns ein paar praktische Beispiele für die ontologische
Mathematik geben. Würde es mir gerne ein bisschen bildhafter vorstellen können. Dankeschön, kommt aus Santaro heute aus der Türkei. Wir sind heute wirklich international. Ja, Ingrid, dein Mikrofon. Also nochmal ganz kurz möchte ich eingehen auf das, was die Elfi gesagt hat mit der Impfung. Was hier keinesfalls rüberkommen darf, ist, dass es ein Für oder Gegen generell gibt, egal ob Impfung, Terrorismus, G5 oder sonst irgendwas, sondern dass wir jetzt in einer Zeitphase sind, in der es unsere eigene Verantwortung ist, uns für oder gegen etwas zu entscheiden, was für uns innerlich jetzt, ich nehme mal das Wort stimmig, ist, der inneren Stimme zu folgen und dann konsequent zu sagen, nein, das mache ich nicht mit oder ja, das mache ich noch mit oder ich mache es mit, weil ich es für richtig halte. Das ist im Moment für uns eben das, was ich eben so gesagt habe, das ist so die Herausforderung der Zeit, weil wir uns in dieser Phase des Erwachens, göttliche Wesen zu sein, nicht mehr darauf abstellen können und sagen, ja, die haben ja gesagt und das ist ja Gesetz, sondern es muss jetzt aus unserer aktuellen Befindlichkeit heraus eine getroffene Entscheidung sein, zu der wir dann auch stehen. Also da gibt's kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach, wie entscheide ich mich jetzt? Und zu dieser Entscheidung einfach stehen. Und wirklich alle anderen Vorstellungen, man könnte da was richtig oder falsch machen, die müssen wir einfach mal ein bisschen an die Hasen verfüttern. So, jetzt spricht Santaro die Frage aus, Ingrid, möchtest ein paar praktische Beispiele? So, und das ist jetzt, Leute, echt der Klassiker, ne? Also, nochmal kurz, es gibt Mathematik, die ist gegenständlich. Das sind die Welten von Formeln und Formen. So wie sie eben da waren, als man uns in die Welt gesetzt hat oder wir uns in die Welt gesetzt haben, dann bin ich einfach erst einmal mit konkreten Tatsachen konfrontiert. Ich stehe vor vollendeter Tatsache und dann entdecke ich das, was bereits geschaffen und was da ist. Das ist gegenständlich. Dann haben wir gesagt, gibt's die abstrakte Mathematik, die eben genau nicht konkret ist. So, wenn ich jetzt von einer abstrakten Mathematik auch ausgehe, von einem abstrakt denkenden Bewusstsein, ein Bewusstsein, das fähig ist, abstrakt zu denken, das sich vorstellen kann, dass es eine Unendlichkeit gibt, eine Unbegrenztheit, infinitesimal und so weiter, Irrationales, dass ich unter Null gehen kann, eine Minuszahl habe oder eine Potenz von 1 hoch n, nicht nur 1 hoch 2, 1 hoch 3, ja, mit Kubik und Fläche, sondern wirklich 1 hoch n, multidimensionale Räume, die überhaupt nicht mehr an Dreidimensionalität gebunden sind. Also wenn ein Bewusstsein in der Lage ist, das zu denken, dann ist die ontologische Mathematik die Systase der beiden. Das heißt, das vermittelnde Moment zwischen einem vollkommen abstrakten, unbegrenzten Numinosen zu einer konkret wahrnehmbaren Realität ist, Trommelwirbel, individuelles Schöpfungsbewusstsein. Ontologische Mathematik ist nichts anderes als die Lehre, unsere Machtthematik als schöpfungspotente Wesen. Und da gibt es keine bildhaften Formulierungen, damit man sich was vorstellen kann, sondern das ist genau das. Wir müssen oder werden zunächst einmal das erst anerkennen müssen, dass wir schöpfungspotente Wesen sind, die daraus dann neue Realitäten bilden. Das heißt, die Conditio sine qua non, die grundlegende Bedingung für unsere weitere Realitätsbildung ist die Anerkennung unserer schöpferischen Potenz, unserer Göttlichkeit, dass wir selbst das Zeug haben, diese natürliche Veranlagung haben, schöpfungsmächtig Realität zu gestalten. Und das geht jetzt erst einmal in Zeiten wie diesen um Anerkennung. Ich bin also ein Säugling, der anerkennt, dass er laufen kann, aber er kann es noch nicht.
Und wir befinden uns im Moment tatsächlich in dieser Krabbelphase, dass wir auch mal aufstehen, dann wieder hinfallen, dann sogar von anderen gesagt bekommen, ja siehst du, das nutzt doch alles nichts, ihr, was ihr euch da alle einbildet, du bist ja noch nicht mal in der Lage, deinen Pickel wegzudenken oder sonst irgendwas, oder dass du dir 5 Millionen aufs Konto holst. Das sind alles diese irrwitzigen Vorstellungen alter, dreidimensional geprägter Denke, die meint, sie könne mit göttlichem Bewusstsein, mit dieser Machtthematik ihre alte Existenz aufbessern. Dafür ist es nicht gedacht. Also ich hoffe, ich habe mich da klar genug ausgedrückt. Gerade das ist ja das Wesen der ontologischen Mathematik. Ontologie heißt die Lehre vom Sein. Ontologische Mathematik ist die Lehre von der vom machtvollen Sein des Individuums. Und das macht sie so besonders. Und das ist die neue Mathematik des 21. Jahrhunderts. Und ihre Bausteine, also ihre Beispiele, wenn du so willst, das sind die Zahlen selbst. Die Zahlen selbst zeigen mir, welche Qualität, über welche Qualität ich als menschliches, göttliches Wesen verfüge, weil jede Zahl ja die Trägerin einer ganz bestimmten schöpferischen Eigenschaft ist. Das hast du wunderbar auch wieder gesagt. Ich sehe das so als Schöpfen. Heißt ja auch, in Steiermark sagt man sowieso Schöpfen, ne? Also man schöpft oder schöpft. Wir sind dabei, das Alte abzulegen, das Materialistische, dieses Egozentrische, dieses Materialistische, und gehen im Endeffekt in unser Gefühl herein, in unserem natürlichen Prozessen herein, sei es gedanklich, und das ist eine andere Mathematik wie Materialismus. Kann ich das so ungefähr so verstehen? Ja, ich unterscheide zum Beispiel zwischen Materie und Materialismus oder Material. Das heißt, das Wesen der Materie, das liegt in dieser Mathematik. Die Machtthematik lehrt uns das Wesen und Wirken der Materie. Mach sogar nächstes Jahr ein Seminar damit, heilige Materie, heilige Mater, das ist die Mutter Intelligenz, die wirklich diese Quelle ist für dieses Machtthema, die Gestaltungsmacht. Das Material ist dann das daraus Entstandene. Wunderbar gesagt. Der Jenne möchte was sagen, und ich möchte noch mal kurz hier sagen, begrüße noch mal die Elvira, den Frank, den Gunther, den Kalle, Katrin, Marc, die Maria, Maria Donner auch da, hat einen Film gedreht, vielleicht kommt sie auch heute noch mal rein, die Marion, der Phönix ist da, Santaro, Tünde, einfach in den Wartebereich reinkommen und stellt eure Fragen. Um 22 Uhr geht die Sendung zu Ende. Jetzt habt ihr die Möglichkeit. Die Ingrid möchte, dass ihr dann auch interaktiv mitmacht, und ihr habt die Chance. So, Jenne, dein Mikrofon. Ja, Ingrid, du sagtest ja gerade, dass man das noch nicht, dass man ja noch in der Phase, Entdeckungsphase ist, dass es da noch gar keine Bilder so gibt. Ich habe mich da mal so versucht, also ich habe mich da mal rangetraut, das in Worte und in Bild zu fassen. Diese Materie, wenn man sich diese Dimensionen, die wir in uns haben, ja verbunden sind wie die Blume des Lebens und die Chakren und die Zellen. Ja, das sind ja, also die Dimensionen hat ja unendliche Ebenen. Ja, die erste Dimension, die zweite Dimension, wieder unendliche Ebenen. Ja, das muss man sich dann so vorstellen wie so ein Tannenbaum, der stufenmäßig nach oben hingeht. Und wir haben, das ist jetzt so quasi im Innern, dieses Bild. Und wir haben ja im Außen die Galaxie, die Außengalaxie und all das, die Unendlichkeit. Und dieses Bild der Außengalaxie und der Unendlichkeit haben wir quasi auch in unserer Zelle oder auch in der Dimension, sogar hin zu jeder einzelnen von der unendlichen Ebenen, die Dimension bestücken, ja dieses Ausmaß von Größe beinhaltet. Ja, wie die Außengalaxie, und das ist dann auf einmal in kleinster Form, in der Feinstofflichkeit, in der Ebene
Genauso, ne? Wie im Innen, so im Außen, so wie außen, so im Innen. So habe ich das mal versucht, in ein Bild zu fassen. Das ist natürlich komplett richtig, ne? Wir haben diese ganzen universellen Prinzipien in uns. Da gibt's gar keinen Zweifel. Wir sind von daher multidimensional angelegt. Aber die Zugänge sind noch nicht da. Das heißt also, wir müssen, also gehe immer davon aus, dass ich wirklich immer wieder sage, ja, wir müssen umdenken. Wir sind nicht verirrte, falsch gewickelte, bösartige Rumpelstilzchen-Menschen, sondern wir sind göttliche Wesen, die vorübergehend diese egozentrische Phase der Ausgegrenztheit oder der Trennung, des Mangeldenkens, der Ausbeutung, des Ausgeliefertseins und so weiter und so fort haben durchleben müssen. So nach dem Motto, wenn du Chef werden willst, dann musst du das ganze Geschäft beherrschen. Und dazu gehört auch die Klofrau. So. Ingrid, viele Menschen können sich das gar nicht vorstellen. Wir haben jahrhundertelang im Krieg, in Zerstörung, in Materialismus, in Unterdrückung gelebt und plötzlich kam ein Jahr, 2019 sage ich jetzt so, ne? Und plötzlich dürfen wir anders in eine andere Zeit blicken. Ich sehe es ja auch so und ist es aber manchmal schwierig vorstellbar für die Menschen draußen, je nachdem, wie weit man ist, ob man sich schon gelöst hat und vor allem die Angst abgelegt hat, denke ich. Wir haben auch einen neuen Gast da, die Maria ist da, aber magst du noch drauf antworten? Meinst du mich jetzt? Ja. Ja. Welche Frage? Na, Frage war das nicht, das war so eine Ansicht, weil wir seit Jahrhunderten immer wieder durch Mord, durch Materialismus und so weiter immer gespalten worden sind seit Jahrhunderten und plötzlich kommt das Jahr 2000, sage ich jetzt mal, 2019 heute und wir gehen in einer neuen Zeitära rein. Du hast es so toll erklärt mit dem Embryo und dem Fötus und die Nabelschnur und der Joe Kreisel hat es als Sanduhr gesagt, wir sind in den Gang der Sanduhr drin. Die Veränderung ist auf jeden Fall spürbar. Es ist was in Bewegung und es ist mir oft so, dass einige Menschen dann noch nicht so gedanklich so wirklich mitkommen, weil sie noch in ihrem alten, vermute ich, System sitzen. Kann das sein? Absolut. Deshalb habe ich ja schon gesagt, Klaus, die Menschheit ist keine homogene Masse. Ja, wir sind alle unterschiedlichster Bewusstseinsebenen. Manche können sich da was vorstellen, manche überhaupt nicht, manche überhaupt noch nichts davon gehört. Ja, aber das können wir ja nicht alle jetzt, die können wir ja nicht alle mit einbeziehen. Wenn man mir sagt, das ist ja auch manchmal so etwas, was so rüberkommt, du musst die Menschen da abholen, wo sie stehen. Jetzt halte ich Vorträge vor 300-400 Leuten. Das geht gar nicht. Ich kann die Leute nicht abholen, wo sie stehen. Ich habe ein bestimmtes Erkenntnisniveau und versuche, dieses Niveau so verständlich wie möglich zu vermitteln. Wie es bei den anderen ankommt, obliegt deren Verantwortung. Was sie damit machen, wie sie das verstehen, das ist ja deren Bewusstsein. Da ist ein Same gelegt und der fällt entweder auf Felsen oder auf fruchtbaren Boden. So, das kommt dazu. Das Zweite ist, nochmal bitte zum Mitschreiben und fürs Protokoll. Bitte nicht mehr, das ist ein Appell an euch alle, nicht mehr sagen, ja, wir hatten doch so und das ist die Zeit des Mordens und die haben das mit uns gemacht und so weiter. Nicht mehr davon trennen, das göttliche Prinzip und das ist für viele schon fast blasphemisch. Wenn man sagt, ja, wo war denn Gott, als das passiert ist, der Krieg und die, wir haben ja heute noch genügend in der Welt an Gewalt und so weiter. Das ist das, was das göttliche Prinzip selbst erlebt. Selbst wenn wir jetzt sagen, die Archonten und die Dämonen und dann war das der Ahriman, der dich in die Materie verwickelt hat und der Luzifer, der dich versucht hat, ins Geistige abzudriften, damit du verkauf deine Seele und dann kannst du natürlich die Geister, die ich rief und so weiter. Auch das sind göttliche Prinzipien. Wir können doch nicht allen Ernstes immer wieder sagen, ja, wir sind eins und dann sind es die Dämonen nicht. Das sind alles Bewusstseinskonstrukte, die verschiedene Ausdrucksarten dieses einen göttlichen Geistes sind. Es ist nicht der Gott um Himmels Willen. Ja? Es ist weder Jahwe, noch ist es Jehova, noch ist es der christliche Gottvater.
Es ist das göttliche Bewusstsein. Und das kann man auch übersetzen mit schöpferischem Bewusstsein. Und schöpferisches Bewusstsein ist gewaltigst kreativ. Und es lotet alle Möglichkeiten von Erlebnis, Ereignis, Erfahrungen aus. Und es muss in Zeiten einer bestimmten Bewusstseinsprägung, Zyklen sind immer unter einem bestimmten Motto gestellt. Und das ist der Zyklus der letzten 5200 Jahre, war eben dieses Erleben des Bewusstseins auf egozentrischer Ebene, körperhaftes Bewusstsein. Stell dir vor, du bist in einer Zwangsjacke und jetzt musst du irgendwie überleben. So, damit lassen sich auch Qualitäten herausbilden. Vorsicht! Ja, die Zeiten haben uns viele, viele wunderbare Qualitäten geschenkt, zum Beispiel Empathie, Sozialkompetenz, Liebesbewusstsein und so weiter. Also bitte trennt euch mal von diesen Formulierungen und den dahinterliegenden Vorstellungen, man habe das mit uns gemacht und das hätte mit uns nicht wirklich was zu tun und schon gar nicht mit dem göttlichen Prinzip. Oh ja, schon sehr wohl. Schöpfungsbewusstsein ist diese ganze Erfahrungspalette durch. Und du persönlich, du Klaus, du Jenne, wer ihr alle jetzt hier seid und ich auch, wir stehen alle an einem individuellen Punkt, der uns zeigt, wir sind jetzt in diesem Reifegrad mit dem 21. Jahrhundert. Mit 21, sage ich immer, sind wir erwachsen. Früher war das so, jetzt sitzen wir es mit 18, das ist auch nicht von ungefähr. Aber früher war es eben dieses dritte Jahrsiebt von 14 bis 21, das uns erwachsen gemacht hat. Und wenn wir dieses wieder mal auf den Zeitgeist umsetzen und sagen, vom 14. bis zum 21. Jahrhundert, das ist die Zeit des Erwachens, des Erwachsenwerdens. Und mit 21 bist du das. Und diesen 21er Intelligenzquotienten, sage ich jetzt mal, den nennen wir Sieg des göttlichen Bewusstseins. Und zwar nicht mehr arbeiten an oder bemühen um, sondern Sieg. Es ist erreicht, wir sind durch. Mit dem 21. Jahrhundert wirst du wach und wirst dir deiner eigentlichen göttlichen Natur bewusst. Dass das nicht für jeden gilt, von diesen, ich sag jetzt mal, 7 bis 8 Milliarden Menschenwesen oder Humanoiden, die da auf dieser Erde rumrennen, das ist mir ja vollkommen bewusst. Ja, nur entschuldigt bitte, ich sag nochmal mein Beispiel. Wenn ich schulreif bin, gehe ich aus dem Kindergarten und dann muss ich mich von den Kindergartenkindern abwenden. Da kann ich jetzt nicht aus Mitgefühl oder falsch verstandener Sozialkompetenz weiter Topf schlagen, wenn es für mich Zeit ist, in die Schule zu gehen oder ich habe Abitur, geht's und so weiter. Ihr wisst alle, was ich meine. Und in dieser Phase sind wir. Und ich würde mich gar nicht mehr um die alle kümmern, die das nicht verstehen. Weil wir müssen wissen, diese ganzen kosmischen Einflüsse, denen wir jetzt ausgesetzt sind, die uns durchdringen, die uns zu schaffen machen, die ganze Erde auch umwälzen, die durchdringen alle Menschenwesen, die durchdringen den Orang-Utan genauso wie den Regenwurm, den Maulwurf, was auch immer und uns selbst. Aber in jedem Einzelnen spielen sich andere Reaktionen ab, weil jeder Einzelne sein eigenes individuelles Bewusstseinsniveau hat. Und deshalb wirkt es, das Geschehen, dieses kosmische Geschehen, das ist ja ein unglaubliches, das ist ja nicht nur in unserem unserer Erdatmosphäre. Ja, wie der Jenne eben gesagt hat, wir sind ja mit allem verbunden. Das ist das ganze Sonnensystem, die Atmosphäre des Sonnensystems, das ist die Galaxie, das Universum. Also die ganze Atmosphäre unseres Universums ist davon betroffen. Das ist ein unglaublicher Wandlungsprozess innerhalb unseres Kernwesens. Ja, unser atomarer atmosphärischer Kern, unser Wesenskern ist davon betroffen und da bleibt überhaupt nichts ungeschoren. Aber, wie gesagt, auf die Eisbären hat es vielleicht die Wirkung, dass ihre Spezies ausstirbt und auf den humanoiden Bereich hat es im Moment, so sehe ich das, eine Wirkung, die auch, die könnte man grob einteilen. Die einen,
reagieren, mehr oder weniger so ein bisschen zurück zur Natur. Ja, wir müssen wieder alle so Ackerbau und Viehzucht, sage ich jetzt mal so grob gesagt. Das ist so die Adam und Eva Genetik des Gartenarbeiters. Die anderen reagieren mehr oder weniger mit Mensch-Maschine-Technologie, diese Verschmelzung. Das ist ein bisschen Adam-Eva-Genetik, programmierter Roboter. Und die dritte Kategorie, also ich sehe das im Moment so, dass die Menschheit sich so ein bisschen in diese, so ganz global und grob gesagt, in diese drei Bereiche spaltet. Und die dritte Kategorie, das sind die Wesen, die mit ihrer göttlichen Veranlagung, mit ihrer göttlichen Natur in Resonanz gehen, die sich ihrer göttlichen Intelligenz, ihrer göttlichen schöpferischen Potenz bewusst werden. Die reagieren so. Und dazu gehöre ich und viele von euch sicher auch. Und die anderen Kategorien, ich habe den Eindruck, wir driften immer mehr auseinander. Und das ist auch okay. Ich habe da kein Problem mit. Ja, die entwickeln den einen Part noch weiter. Das lässt sich ja alles noch vertiefen oder toppen. Die anderen machen das und ich mache das. Und ich bin für meine Eisscholle zuständig. Das Erwachen der göttlichen Potenz, das Erwachen meiner schöpferischen Intelligenz, meiner ureigensten Lebensintelligenz. Und ich reise mit, wen ich kann. Danke für deine Ausführung. Und jetzt begrüßen wir hier als neuen Mitsprecher die Maria und wünschen, ich sage, einen guten Abend, Maria. Guten Abend. Kannst du mich hören? Ja, wir hören dich. Ingrid, du hörst auch? Ja, ich höre die Maria. Ja, also ich hatte zu Beginn, liebe Ingrid, eine Frage. Hattest du von 5200 Jahren gesprochen? Ja. Und du meinst, dass die Menschheit seit 5200 Jahren existiert? Nein. Wie meintest du das? Das war eine Entwicklungsphase. Das ist so eine Sache, weißt du, mit diesem Existieren der Menschheit. Die Menschheit existiert seit Millionen, wenn nicht sogar vielleicht Milliarden von Jahren. Das wissen wir nicht. Sondern unser historisches Gedächtnis, das geht ungefähr 5.000-6.000 Jahre zurück. Und genau zu dieser Zeit hat sich tatsächlich das egozentrische Bewusstsein dieser Körperhaftung, dieses dreidimensional geprägte Bewusstsein entwickelt innerhalb des Menschen. Nur das ist damit gemeint. Na, da kann ich nicht so mitgehen, weil ich so ein bisschen auch in den letzten Jahren geforscht habe und mir vieles angehört habe und auch weiß, zum Beispiel die Makrobiotik ist über 5000 Jahre alt, die hatte damals ihre Hochblüte in alten China und auch im japanischen Bereich und so weiter, also in Asien. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass den Menschen dort, also damals schon und auch früher in seinem Ego gewesen ist. Ich denke, das ist so eine alte Geschichte der Höherentwicklung und des Durchsetzens als Ramta zum Beispiel, der ja viel länger gelebt hat und vor sehr, sehr langer Zeit, der ein Feldherr gewesen ist und der sich anschließend aber dann doch Gedanken gemacht hat und sich dann in seiner Lebensspanne, die ja, wie gesagt, viel länger war als bei uns, dann doch so viel, ja, so weit höher entwickelt hat, dass, ja, dass er in sein göttliches Bewusstsein damals schon gekommen ist, ne? Ja, das ist es doch. Vor 2000 Jahren hat sich da auch einer eingeschlichen. Den nennen wir Jesus Christus. Ist gar keine Frage. Wir reden hier von einer Ausbildung, von einer Bewusstseinsbildung größeren Stils. Ich sage jetzt mal wirklich ein Strom, ein Hauptstrom, ein Mainstream der Bewusstseinsbildung. Und da sind sich fast alle einig, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist der Maya, wenn du da vielleicht schon was gehört hast, ne? Diese 26.000 Jahre der Präzision eine Entwicklung und dann eben ein Teil davon 5.200 Jahre und das in Teile 13 mal 400 Jahre der einzelnen Baktuns. Und da haben wir jetzt seit dem 16. Jahrhundert bis jetzt dieses 13. Baktun der Transformation der Materie. Also da kommen aus dem Keltischen, aus dem Mayanischen und so weiter einige Informationen zusammen, die darauf hinweisen, dass das die Hoch
Zeit, die Blütezeit der Ausbildung dieses egozentrischen Bewusstseins ist. Aber selbstverständlich hat es immer Meister Eckhart, also es gibt tausende von Beispielen oder auch die heilige Hildegard von Bingen und so weiter, die ganz andere Möglichkeiten hatten und die wie Primzahlen, ne, im Zahlenraum die Primzahlen, die ganz andere Zugänge auch hatten zu anderen Dimensionen, Gott sei Dank, und damit immer Frischluft reingebracht haben. Ja, ja, das stimmt vollkommen. Also wir sind da d'accord. Das freut mich, Maria. Super, super. Da findet man wieder im Gespräch doch die Punkte. Jenne, ja, Jenne. Und die Besucher kommt drauf. Wir machen eine Musikpause wieder. Und dann läuft die letzte halbe Stunde offiziell, gell? Also, und Okitalk lebt doch von eurer Stimme. Die Zuhörer wollen doch euch hören. Also kommt rein. So, Jenne, dein Mikrofon. Ja, Ingrid, ich habe das auch mal versucht, in Worte und in Bild zu fassen. Also ich selber habe das alles immer aus Mitten. Moment, jetzt muss ich gerade mal einmal kurz meinen Browser schließen. Was ist das hier denn jetzt schon wieder so? Ich habe das auch, ne, man hat ja in den Kaninchenbau reingeschaut. Und das dann diesen Strudel entdeckt, ja, von hier und jetzt bis zum Ursprung hin. Und dann ist das immer dieses Aufdröseln gewesen aus der Mitte, aus diesem Strudel heraus, aus irgendeiner Seifenblase, dieses zu entdecken. Und bis ich dann halt zu diesem Ursprung gekommen bin. Und habe dann entdeckt, dass man halt, ne, man kann das Bild, also von jeder Bedinglichkeit oder auch jetzt halt von Weltgeschehen oder vom, ja, dieses ganze große oder zeitliche Abschnitte immer dieses Bild nehmen, also das Hier und Jetzt Schnitt machen und zum Ursprung gehen und Schnitt machen. Und wenn man das jetzt von diesem Ursprung her, also das, wenn, was jetzt schon viele Sendungen und Leute und die es erkannt haben, ja, benennen können, diesen Ursprung, von da aus das denn aufarbeiten, dann ist das einfacher. Die Energie, die ist nicht so raubend, das prasselt nicht so auf einen ein, das fügt sich alles viel einfacher. Ja, ich sage dann immer, der Kreis, der schließt sich und wird zur unendlichen Spirale. Und dieses kann man dann ganz geordnet einfach aufstellen und ja, einfacher eben halt wie aus dem Mittelpunkt des Chaos raus. Soll ich darauf antworten, reagieren oder mach die Musik? Natürlich, antworte ruhig und dann machen wir die Musik. Alles klar, also diese ganze Diskussion der chronologischen Einteilung unserer Bewusstseinsbildung, das sind ja auch alles in Anführungsstrichen nur Vorstellungen und Geschichten. Aber sie geben uns ein bisschen den Handlauf, ja, dass wir uns tatsächlich so auch mit der Bibel übereinstimmend, ne, das sind alles so in ähnliche Entwicklungsprozesse, dass wir sagen, 5.000, 6.000 Jahre und die 5 und die 6 als Tausenderzahlen kommen hier nicht von ungefähr, weil die gehören zum Schöpfungscode. Aber worauf ich auch hinaus will jetzt in diesem Kontext, was der Jenne gesagt hat, erinnern wir uns einfach daran, jetzt in diesen Zeiten, dass wir all diese historischen Entwicklungsgeschichten menschlichen Seins im Moment komplett vergessen können. Da dürfen wir sowas von dement sein. Es ist überhaupt nicht mehr wichtig, wesentlich zu wissen, sondern uns tatsächlich in dem Begriff hier, hi wie Himmel und er wie Erde, in diesem hier als Schnittstelle zwischen Himmel und Erde, Geist und Material, also Stoff, dass wir diese Instanz sind, die diese Vermittlung haben und von daher der Ursprung und da war die Ingrid weg. Entschuldigung, in jedem Augenblick gewärtig ist. Wir sind ja nie von unserem Ursprung weg. Der Ursprung ist immer
wirksam in unseren Zellen. Und da darf ich euch, wenn wir noch mal kurz Musik machen, kurz vorher noch zum Mitnehmen in die kurze Pause, ein kleines Bild vermitteln. Stellt euch vor, das ganze Universum ist ein einziges Lebensintelligenzfeld. Es hat aber die Struktur, in Anführungsstrichen, der Welle. Ja, das ist das Dreierprinzip. Reine Lebensintelligenz ist Dreierprinzip und wir brauchen wir die Schwingung der Welle. Das ist eben auch dieses Feld, der das Wellenfeld unbegrenzter Möglichkeiten, wie das auch zum Teil genannt wird. So, diese Wellen verdichten sich durch bestimmte Prozesse, schöpferische Denkprozesse, zu einer Quelle. Die Welle wäre jetzt das Feld der sechsten Dimension. Bitte nur ein Bild von wegen Vorstellungsvermögen. Die Quelle wäre die fünfte Dimension, also unsere Steuerungszentrale, der Headquarter, unsere Seele, unser Seelenraum. So, und hier findet derzeit etwas Entscheidendes statt. Welchen Sinn und welche Bedeutung gibst du jetzt deinem weiteren Leben? Hier werden Weichen gestellt. Hier ist derzeit durch den Einfluss von 2 und den Nullen, also 2000, 2020 jetzt ganz massiv, hier findet eine sogenannte Bifurkation statt. Jetzt geht es nämlich über eine Schwelle. Und es hat früher eindeutig, ist die Energie aus der Welle in die Quelle, über die Schwelle in dieses erst einmal existenzbewusste, körperbewusste Wesen geströmt, damit diese Erfahrung gemacht wurde. Also diese dreidimensionale Prägung, diese Körperhaftigkeit musste durchlebt und erfahren werden. Das braucht das göttliche Prinzip zu seiner Komplettierung. So. Und da waren die Weichen, die Schwelle war genau so gestellt, dass der Energiestrom in die Zelle geflossen ist und dort die Informationen praktisch abgespeichert sind, die dem Überleben gedient haben. Wenn wir jetzt nochmal, auch um den Begriff Ursprung nochmal zu nehmen, wenn wir jetzt ein paar Schritte zurück in Richtung unseres Ursprungs gehen und gehen an diese Schwelle gedanklich, dann habe ich dort eine Entscheidung jetzt, die ich treffe. Gehe ich weiter, lasse ich weiter meinen Energiestrom in das alte Zellenbild hineinlaufen oder stelle ich hier meine Weiche um und lasse den Energiestrom jetzt in eine andere Richtung laufen, der jetzt immer von der Information, von der augenblicklichen Information, vom augenblicklichen Wissen, ich bin ein göttlich potentes Wesen, ich bin ein schöpferisches Wesen, ich bin ein heiliges, ganzheitliches Wesen. Ich identifiziere mich mit all meinen Seinsebenen. Ob ich die jetzt kenne oder nicht, ob die mir bewusst sind oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ich bin jetzt wirklich in der ganzheitlichen Identität. Und dann läuft der Energiestrom in eine andere Richtung und bildet eine neue Zelle und die wiederum ist der Ausgangspunkt für unsere neue Art von Körperlichkeit, für neues Materiebewusstsein, für neues Körperbewusstsein, für neues Realitätsbewusstsein. Und an dieser, und das ist wirklich nur ein Bild, ihr könnt es alles wieder vergessen. Es geht nur darum, dass wir jetzt mal verstehen, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns an dieser Schwelle zu einer neuen Spezies, die ganz andere Realitäten bilden wird als alles, was bisher war. Das können wir nochmal, sei es gesagt, vergessen, weil wir jetzt Neues schaffen. Aber die Conditio sine qua non ist die Bedingung, sei überzeugt, erkenne dich an als göttliches Wesen. Juhu! Ja, guck, da kommen die und ja, guten Abend, lieber Kalle und Jumbo Jumbo nach Kenia. Ja, Jumbo von mir zu euch in die Welt da. Schon mal genial, dass da überall welche vertreten sind. Liebe Ingrid, ich bin immens glücklich. Immens glücklich, dass mal einer das auch sagt mit seinen Worten, was ich auch für meine Wahrheit empfinde.
Manch einer kann mich nicht verstehen, wenn ich mich nicht um Politik kümmere, wenn ich mich nicht um irgendwelche Dinge kümmere, weil ich sage, das hat im Außen nichts mit mir zu tun. Ich lebe mein Leben, ich lebe die Liebe. Wenn einer herkommt, hat Hunger, kriegt er was zu essen. Wenn er Hilfe braucht, bekommt er Hilfe. Aber was da draußen geschieht, hat zu geschehen, weil alles so passieren muss, damit alles so läuft, wie es laufen wird. Es geht alles seinen Weg. Und der Mörder gehört dazu, wie die Politiker. Und all das können wir nur mit Liebe begegnen, um einen Wandel stattfinden zu lassen. Und wenn einer stirbt, dann ist das nichts Schlimmes hier. Auch die Kenianer denken ja so, weil die sterben ja nicht wirklich. Es passiert eigentlich nicht wirklich etwas in diesem Spiel. Und je weniger ich mich um diese Dinge kümmere, die ich nicht will, sondern mich um diese Dinge kümmere, die ich will, kann ich die Welt verändern. Das ist meine Meinung dazu und ich denke, da bin ich mit Ingrid derselben. Dankeschön, liebe Ingrid. Yeah, da bin ich ganz bei dir, lieber Karl. Das ist genau der Punkt. Das wird mir auch zunehmend, mein, früher war das ja auch noch so, dass man so Deuter, Zeitendeuterinnen wie mich gerne gefragt hat, was sagst du denn zu diesem oder jenem Ereignis? Und selbstverständlich war man dann immer noch so ein bisschen auch gebauchpinselt, dass man gefragt wurde als Expertin des Zeitwesens, berufen, gefühlt, da irgendwas dazu zu sagen. Es interessiert mich immer weniger. Manchmal denke ich mir, ja, ich sollte mir vielleicht doch mal wieder was angucken, anhören und dann höre ich mir dann auch im Internet diese ganzen Interpretationen des sogenannten Zeitgeschehens und ob jetzt der Trump erschossen wird oder Impeachment wird oder sonst irgendwas. Ja, liebe Leute, was ändert das denn? Ich meine, nein, also Kalle, ganz bei dir. Die Veränderung findet in uns statt. Ich habe die letzten 3 Jahre mein Buch geschrieben und das heißt, ich bin einfach göttlich. Und das beschreibt einmal diese Bewusstseinsbildungsprozesse und hat dann natürlich ein Nachschlagewerk von 50 Zahlen, die ausgedeutet sind. Und in diesem Prozess ist mir das wirklich so deutlich vor meine inneren Augen geführt worden, wie wesentlich das jetzt in Zeiten wie diesen ist, dass wir seit 2016, wo die ganz große Wende stattgefunden hat, für uns, ich kann jetzt nicht alles nochmal so erklären, aber nehmt es mal so hin, 1260 und 2016, wenn ihr euch das aufschreibt, seht ihr sofort, dass hier energetisch eine Umstülpung stattgefunden hat. Und seither verändern sich so viele Dinge und seither wird immer klarer, dass die eigentliche Revolution und Evolution, lieber Klaus, hab keine Scheu vor dem Begriff Revolution. Das ist nicht auf die Straße gehen und alles niederknüppeln. Revolution heißt nichts anderes als Geist ist in Materie aktiv. Evolution, also Involution geht Geist in Materie oder in Material. Revolution, da ist er aktiv. Evolution zieht er sich zurück. Meditation wird gespeichert, gesammelt und Potenziale neu aufgebaut. Und dieses Agieren des Geistes in unserer Körperlichkeit, das ist ja genau das Phänomenale. Ich habe früher auch gedacht, ach, das Geistige und mein Satz war immer, mein Körper ist schuld, dass ich nicht mehr fliegen kann. Ich hatte so ein Körperablehnungsthema laufen in meinem Leben. Und die Zahlen haben mich rausgeholt. Und das Schreiben am Buch hat mir gezeigt, wie unfassbar heilig diese gesamthafte Seinsart inklusive Körperlichkeit ist. Weil im Körper, in der Körperzelle findet jetzt dieser Umschwung in göttliches Bewusstsein statt. Und zwar, wir haben am Anfang, noch bevor wir gestartet haben, vor 20 Uhr mal kurz geplaudert, da sagte der Klaus, er hat ein Bild von mir gesehen auf dem Internet, das ist auf der Flipchart ein Teil meines Seminars, da schreibe ich Schöpfer und Opfer und 6 gleich 21, 66 gleich 22, 11 und so weiter. Und das ist genau das, was mich an der Mathematik tatsächlich, an der wahren Mathematik, der Lehre unseres schöpferischen Bewusstseins so fasziniert, weil sie auch so simpel ist.
Die 6 gilt als die Zahl der Körperwelt, das fertige Werk, der gebackene Kuchen, das fertige Kleid, die was auch immer, geschneiderte Hose und so weiter. Also das fertige Werk. Der Körper ist das fertige Werk. Und dieser Körper, jeder Körper, den ihr gerade habt, der euch jetzt zur Verfügung steht, das ist die Instanz, das ist der Keimling, das ist der Same, in dem jetzt dieses göttliche Bewusstsein aufblüht. Das, da liegt der Christussame drin. In dieser 6, in diesem sichtbar, begreifbar, anfassbaren Körper. Und das ist phänomenal. Warum ist das so leicht zu verstehen? Wenn ihr die 6 in ihrem Potenzial errechnen wollt, dann müsst ihr nur alle Energien, die bis zur 6 führen, in Summe zusammenzählen, addieren. Also 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Wenn ich also in der 6 bin und alle Vorgängerinnen in den Entwicklungsprozess mit einbeziehe, von 1 bis 6, ergibt das die Summe 21. Und so sagen wir, das Potenzial von 6, also das, wo sie eigentlich hin will, ihre eigentliche Frucht, sie ist der Same und die Frucht, die sie gebären will, ist die 21. Und die 21, habe ich schon gesagt, ist Sieg des göttlichen Bewusstseins. Also Körper ist Ausgangspunkt, Plattform, Ausgangsbereich für unser göttliches Bewusstsein. Aber zu seiner Zeit, und dafür brauchten wir tatsächlich das 21. Jahrhundert. Und darin sind wir jetzt. Und das ist so die simple Rechnung, nicht Milchmädchenrechnung, aber Wahrheit ist ja immer einfach, die simple Wahrheit zu erkennen, in der 6 ruht schon 21, und wenn die 21 zeitgeistmäßig am Himmel ist, dann fängt es an zu blühen. In der 66 liegt die 2211 und in der 666, der viel zitierten Zahl des Teufels, die kommt sogar auf 222111. Also alle 6er Energien, 666 und 666, weisen auf das schöpferische Prinzip innerhalb der Körperwelt, das nur darauf wartet, seine Zeit kommt, wie das Schneeglöckchen im Frühling, und dann stößt es durch und erwacht. Und da sind wir jetzt drin. Armin, du möchtest was sagen? Kurze Frage, weil du hast gerade kurz eine kleine Störung reingebracht, war bestimmt ein Versehen, oder? Oder wolltest du was sagen? Nein, ich wollte jetzt eigentlich nichts sagen, aber unser Gast wollte was sagen. Und deswegen würde ich das ganz gern weitergeben, das Mikro, wenn es okay ist. Ja, bitte. Es sind einige Redner da. Ingrid, bist du bereit, heute ein bisschen zu überziehen, wenn ich auf die Uhr schaue? Ja, ist okay. Dann guten Abend, lieber Gast. Wie dürfen wir dich denn nennen? Ja, hallo, ich bin es, der Hannes Höller. Wir kennen uns eh schon, lieber Klaus. Wunderschönen guten Abend, lieber Hannes. Freut mich, dich zu hören. Ja, du bist in der Sendung bei der Ingrid. Ja, hallo, liebe Ingrid. Ich habe da gerade gelauscht und die 6 gehört und ich bin ja Lebenszahl 33,6 und habe gemerkt, dass es einfach wirklich als indigenes Wesen, also als Mensch auf dieser Erde, sich einfach sehr gut anfühlt. Was sagst denn du dazu, Ingrid? Kann ich dir nur beipflichten. Bin am 3.3. geboren. Ich kenne das Gefühl. Ja, es ist so fein, und wenn die Menschen einmal wieder in das Feine gehen würden, das Feingefühl, den inneren Dialog pflegen würden, nicht mehr so viel im Außen suchen, sondern sie wirklich einmal mindestens, sage ich mal, 3 Tage für sich selber mal Zeit nehmen würden, dann würde diese Welt auch ein bisschen anders ausschauen. Ja, ich muss da ein bisschen relativieren, Hannes, ganz ehrlich, weil wenn die Menschen sowas machen würden, das ist auch ein bisschen ein Klischee. Jeder Mensch kann es erst dann machen, wenn er den Bewusstseinsimpuls dafür bekommt, wenn er die Bewusstseinsreife hat. Ich kann dem Säugling nicht sagen, ja, wenn du mal aufhören darfst, mitten in der Nacht die Mama zu wecken, weil du Hunger hast. Da guckt dich der Säugling an und sagt, hä?
Also ich bitte wirklich auch hier ein bisschen die Sichtweise zu ändern, die Perspektive ein bisschen zu verändern. Jeder kann nur so, wie er kann, wo er steht, was er hat. Deshalb obliegt es ja uns, wenn ich diesen etwas älteren Begriff mal nutzen darf, es obliegt wirklich uns, der wir jetzt, pardon, in diesem Erwachen sind, unsere Erkenntnisse weiterzugeben, und zwar unabhängig davon, ob sie uns jetzt alle verstehen, ob sie uns zustimmen oder gar zujubeln, vollkommen uninteressant. Aufstehen, und gerade wir Dreier-Energien sind ja die großen Aufbrecher, 33 nennen wir ja auch den Eisbrecher, ja, der wirklich diese Eisschollen aufbricht und damit die Energien freisetzt, Informationen freisetzt und es den Energiefluss wieder in Schwung bringt. Und da möchte ich gleich nochmal was dazu sagen. Dieses ewige Gejammer mit unserer Klimageschichte. Jetzt stellen wir uns doch mal vor, dass in unserem Wesenskern, im atmosphärischen Bereich unseres Wesenskerns tatsächlich so ein heftiger Wandlungsprozess läuft. So, das verändert, wie wir gesagt haben, die ganze Atmosphäre. Das heißt, hier steigern sich die Frequenzen, es steigern sich die Schwingungen und das führt zu einer Überhitzung des Systems. So, schmelzen Eisberge. Das wäre ja ein Wunder, wenn das nicht geschieht. Und da gibt es nichts zu retten. Das ist ein Prozess, der unumkehrbar ist. Und anstatt ihn zu bejammern, sollten wir vielleicht einmal kurz draufschauen und sagen, was glaubt ihr eigentlich, was in diesen Jahrtausenden alten Eisblöcken, die sogar interstellare, kosmische Informationen halten, die sind in ihn eingefroren. Da gab es ja noch viele, schon gar keine egozentrische Atmosphäre mit über 8 Milliarden oder 7 Milliarden Menschen. Das heißt, die Dichte der Atmosphäre war ja noch überhaupt nicht erreicht, wie sie in den letzten paar hundert Jahren erreicht wurde. Das heißt, in dieser Zeit haben sich diese Eisblöcke auch zum Teil entstanden, sind Jahrtausende alt. Und wenn die jetzt schmelzen, jetzt Leute, bitte seht es doch mal so, was wird da an Information freigesetzt? Wir haben keine Ahnung, was da an Intelligenz drin steckt, die sich auch auswirkt auf unsere neue Art zu denken, zu fühlen und zu handeln. Das ist doch nicht immer alles nur destruktiv zu sehen, nur weil wir mal uns selber konditionieren mussten. Existenzerhaltung war das oberste Gebot, waren Begriffe wie Zerstörung und Auflösung, Destruktivität, die waren wirklich sehr, sehr negativ belegt. Die müssen wir aber unbedingt zur Ganzheitlichkeit unseres Seins mit hineinnehmen, weil Schöpfung funktioniert nur so. Universum, das eine ins in sich selbst ins Gegensätzliche gewendete. Da bin ich vollkommen bei dir, wobei ich eher den Begriff in Lakesh dafür verwende. Ich bin dein anderes Du selbst, und nur miteinander und mit vereinten Bewusstsein können wir das auch schön, herzlich, liebevoll und harmonisch gestalten. Und in Wirklichkeit geht es ja darum, wir wollen es ja alle gemütlich da haben auf der Erde. Und wieso machen wir das nicht, indem wir einfach einmal miteinander arbeiten, beide Seiten, und aus der Dualität aussteigen und endlich mal das Entweder-Oder mit dem Sowohl-als-auch verbinden und den Aufstieg in die vierte Dimension endlich einmal leben. Das Leben fehlt ja noch, so sehe ich es. Ja, aber nochmal, es geht jetzt weniger darum, dass wir es uns auf der Erde gemütlich machen, sondern es geht darum, dass die Aufgabe des Menschseins ist, den Himmel auf die Erde oder besser gesagt in die Erde zu bringen. Das heißt, der Mensch ist in der Lage, der sich denken kann, göttlich zu sein, dieses göttliche Bewusstsein bis in die letzte Zelle hineinzubringen. Und das ist nicht immer lustig.
Das ist nicht immer lustig, ja. Also das hat schon auch ganz schöne herausfordernde Phase. Aber darum geht es jetzt. Und dann sind wir tatsächlich jetzt auf dem Weg, dieses ganzheitliche bis in die zelluläre Ebene unseres Seins wahrzunehmen. Und daraus entstehen dann neue Realitäten. Und dann, Hannes, könnte man sagen, da geht es nicht nur um gemütlich, sondern es geht mal vor allem darum, dass du oder wir alle als ganzheitlich selbstbewusste Individuen unsere Realität gestalten innerhalb der Gemeinschaft der Heiligen, wie ich das immer so gerne nenne. Ja, der Heiligen, die sich eben selbst als heil und vollkommen, sprich als göttlich anerkennen können. Das machst du ja dann eh nicht mehr allein. Aber es ist nicht mehr die Basis von Bedürftigkeit und Abhängigkeit und Bedürfnisbefriedigungen und so weiter. Das sind ganz andere Beziehungsmuster, die entstehen werden, weil jeder ist für sich autonom, autark. Aber gemeinsam ist es natürlich immer. Du kannst gar nichts machen ohne die anderen. Wir wissen das spätestens von der Quantenphysik, die Verschränkung. Sobald du was denkst und was veränderst, verändert sich das im anderen Spin ja genauso. Wir sind ja überhaupt nicht in der Lage, etwas nur für uns im Kämmerchen zu machen. Wir sind ja keine diskreten Teilchen. Das wissen wir ja nun schon seit 100 Jahren. Also können wir auch gar nichts für uns alleine machen. Aber was wichtig ist, dass wir zunächst einmal nur uns selbst gehörend diesen Prozess in Ruhe und Gelassenheit auf uns konzentriert, möglichst durchziehen. Und dann kommen ja sowieso Kontakte mit Gleichgesinnten. Also meine Erfahrung ist es zumindest, dass dann auf einmal ein unfassbar wunderbares Netzwerk von Gleichgesinnten entsteht, dass ich jetzt wirklich, also wenn ich dann an alle meine Wesen, die in meinem Netz hängen oder ich in ihren denke, da wird mir ganz warm ums Herz. Es ist so fantastisch, wenn man mit Gleichgesinnten sich dann austauscht. Aber das hatten wir schon, ja. Da bin ich vollkommen bei dir, weil es geht ja darum, dass man sich mit Gleichgesinnten umgibt, um damit die Schwingung auch anzuheben. Jeder ist ja ein empathisch fühlendes Wesen und je weiter er ist in seiner Entwicklung, desto mehr sehnt er sich nichts mehr, als wie sich mit Menschen zu umgeben, die gleichgesinnt sind und eben auch die gleichen Gesprächsthemen haben. Und das ist ja auch das Wandern, was stattfindet über den Herzmagnetismus, weil die Menschen dann automatisch in den Trieb kommen, sich zu bewegen. So nehme ich das wahr. Ja, genau. Also das entwickelt so eine Attraktivität, meine Erfahrung, dieses eigene innere Überzeugtsein, dieses eigene innere Licht. Ich sage ja auch gerne mittlerweile, wenn so ein neues Baby kommt oder so, dass wir schauen nicht mehr hin und sagen, das erblickt das Licht der Welt, sondern wir sagen, dieses Kind bringt sein Licht in die Welt. Und mit dieser Einstellung stehe ich zum Beispiel jeden Morgen auf, dass ich jetzt verstehe, dass ich dieses Licht bin und im Licht mich sehe und mit diesem im Licht sein stehe ich auf und beginne meinen Tag und bespüre auch, wie sich das auswirkt. Und das entwickelt Attraktivität im wahrsten Wortsinn, eine Anziehungskraft, die Gleichgesinnte zusammenführt, zusammenfügt und natürlich zusammenwirken lässt. Und das potenziert die Wirkung. Ich möchte aber ganz kurz jetzt mal abschweifen, weil hier steht eine Frage. Ingrid, was kannst du zu den Zahlen nach der körperlichen Vollkommenheit 7, 8 und 9 berichten? Ist die 9 die göttliche Vollkommenheit? Ist es recht, wenn ich das beantworte? Ja, gerne, aber ich glaube, da war ein Rechtschreibfehler drin. Santaro ist ja von Santaro. Santaro, magst du kurz da was zu sagen? Das wäre vielleicht ganz fein, wenn du da bist. Er hat es vor ein paar Minuten geschrieben. Ja, sag doch einfach was dazu. Also, die körperliche Vollkommenheit, das würde ich jetzt mal so nicht sagen, sondern 7, 8 und 9 sind in der Tat ein Abschluss. Jede Zahl, also die 6 ist eigentlich die körperliche Vollkommenheit, weil mit der 6 das Werk vollbracht ist. Mit der 7 wird dieses Werk der Welt präsentiert.
Das ist was anderes. Das Werk ist vollbracht und mit 7 wird es präsentiert. Die 8 ist dafür da, dass dieses vertieft wird, das Wesentliche herausgearbeitet wird. Das wird dann schon etwas weniger dicht. Also wenn du zum Beispiel was isst, ja, dann beißt du von etwas ein Stück ab und dann wird das ja eingespeichert. Das ist schon so ein 8er-Thema. Da werden neue Wahrnehmungen freigesetzt, Düfte, Aromen und so weiter. Das ist auch die Zahl des Genießens. Und da haben wir aber schon so den Durchbruch wieder ins Feinstofflichere. Und die 9 ist, wir nennen sie gerne auch die erfüllte 1. Die 9 ist immer dafür da, dass sie eben einen solchen Bewusstseinsprozess, einen solchen Schöpfungsprozess tatsächlich mental wahrnimmt, erfasst und versteht. Die 9 mal Kluge hat verstanden. Das heißt, mit der 9 schließt ein schöpferischer Prozess insofern ab, als die 9 Informationen aus dem bisher Gewordenen herauszieht. Dafür muss sie das bereits Gewordene auflösen und zerstören. 3 mal 3. Ja, das ist eine heftige Bewegung, damit sich das lockert und damit diese Form wieder aufgelöst wird und ihre Information freigibt. Und dann nimmt sich die 9 diese Information, diese Erkenntnis, der Erkenntnisgewinn ist ein 9er-Thema und das wird dann in die 10 übertragen und in der 10 steht es dann potenziell für eine nächste Runde zur Verfügung. Und das macht die 9, aber in allen Dekaden. In der 9 als Urprinzip oder als Prinzip, als Archetypus und dann in der 19, in der 29, 39, 49 etc. Alle 9er Zahlen haben dieses Prinzip und da muss man nur schauen, welche Dekade sind sie am Abschließen. So, und eben die Dekade von 10 bis 20 ist die Dekade des egozentrischen Bewusstseins, wenn man das jetzt mal so symbolisch herausgreift. Und mit der 20 beginnt ganzheitliches Bewusstsein. Die 20 nennen wir in der Zahlenlehre Auferstehung aus dem Grab der Materie. Und das zeigt schon, worauf sie hinaus will. Dass hier tatsächlich diese Umklammerung unseres materiellen, körperhaften Bezugs, dieses ausschließliche Körperidentifikationsprogramm, dass sich das lockert, dass das gelöst wird und wir steigen da wie Phönix aus der Asche und die 20 schenkt uns dann die Einsicht, ist die 7. Seelenzahl, die schenkt uns dann die Einsicht der Unsterblichkeit, der Ewigkeit und so weiter. Und von daher kommt ja auch diese völlig perverse, überzogene Vorstellung des Jugendwahns, die wir jetzt erleben, das hat ja alles seine Gründe. Das ist nur ein anderes Bewusstseinsniveau, das das dann auslebt. Ja, dieser Jugendwahn und dieses Sterben rausschieben müssen und so weiter. Das ist schon nicht unverständlich. Das ist schon auch Zeitgeist. Aber eben auf einer niedrigeren Bewusstseinsstufe, wenn ich das mal so sagen darf. Super, gut gesagt. Und jetzt, nein, Jenne, wir wollen noch ein paar neue Leute hier hören. Die Maria Donner ist auch da. Sie hat vorhin noch geschrieben, sie ist eine 9 und begrüße sie mal und sagt guten Abend, Maria Donner. Hallo allerseits. Ja, erzähl. Wie hast du es empfunden? Hast du, ja, bist ja heute dabei? Hast du eine Anregung zur Sendung oder eine Frage, Anregung, dein Mikrofon? Ach, weniger. Ich habe es jetzt einfach mal verfolgt, weil ich vorhin mit dem Sandro zusammen da geschattet hatte in dem temporären und er fand es interessant und dann sagte ich, okay, dann höre ich mir das auch an. Im Endeffekt, egal wie man das sieht, wir möchten alle in Frieden leben und wir konzentrieren uns auf das, wohin wir hinwollen und das finde ich super. Ja, danke dir, Maria. Schön, dass du heute hier bist. Dann war der Franz Reutinger heute noch da. Und mal gucken, ob er am Mikrofon ist, sein Internet stabil genug ist. Guten Abend, Franz. Frank, 1958. Ja, guten Abend, die Runde. Guten Abend, Lars. Guten Abend, Ingrid. Ich spitze die Ohren jetzt schon
schon 2 Stunden und erlebe mich in der Universität der untergelegten Mathematik. Gewaltiges Wissen, was du hier komprimiert rüberbringen möchtest. Und was uns verbindet, in erster Linie geht es um das Erkennen, dass wir ein göttliches Wesen sind. Und in dieser Zeit befinden wir uns, ohne Frage. Und dass sich die Spreu vom Weizen trennt oder die Dunkel ist, also die Ackerbaumenschen, wie du gesagt hast, wieder retour zur Wurzel. Die Menschen, die im Transhumanismus an ihr Bewusstsein in Resonanz bringen wollen. Und diese Trennung findet statt. Und es gibt 7 Milliarden Menschen mit allen möglichen Bewusstseinsebenen. Natürlich kollektiv, sehr stark im Körperlichen, aufgrund der letzten Zeit und Zeitalter verbunden. Ja, es ist schön, dass du sagst, dass alles vom körperlichen Empfinden hier hochsteigen kann und wir aufgrund des körperlichen Empfindens hier zur geistigen Ebene vordringen können. Und von dieser Ebene aus finde ich trotzdem es sehr, sehr wichtig für verschiedene Bewusstseinsebenen, dass es Menschen gibt, die die Gefahren von 5G schildern und hinweisen aufgrund der körperlichen zellulären Struktur, in der wir uns jetzt befinden. Ich finde es sehr, sehr wichtig, dass auch, wie das Auto gekommen ist, auf die Gefahren von Geschwindigkeitsbeschränkungen, von Regeln mit den materiellen, Jetzt bist du weg, Franz. Jetzt hat er gleich Flugstunde. Ingrid, vielleicht magst du, ja genau, jetzt ist er weg. Vielleicht magst du ansetzen, Ingrid. Ja, ich fand das genau richtig. Ich meine, darum geht's, ja. Und ich finde auch, was ganz, ganz wesentlich ist, ich mag das Wort Toleranz überhaupt nicht, weil das ist wirklich dulden. Ich dulde ganz bestimmte Dinge überhaupt nicht in meinem Leben. Das kann ich selbst bestimmen. Aber ich respektiere im wahrsten Wortsinn, ich beachte und achte jedes Wesen, eben weil ich weiß, dass in jedem Pfürzchen und in jedem Regenwurm und gerade in jedem Menschenwesen Göttlichkeit sich offenbart. Also wer bin ich, dass ich das in irgendeiner Weise kritisiere? Ich werde es natürlich tun in Bezug auf meine eigene Art von sich, dass ich sage, ja, das ist wunderbar für dich, aber nicht für mich. Ja, ich bin für mich, aber nicht gegen dich. Und das ist wichtig, wirklich wichtig in diesen Zeiten, dass wir wahrnehmen, ja, es ist wichtig, dass welche auf Gefahren hinweisen, es ist wichtig, dass sich welche immer noch um Kinder kümmern, um Vergewaltigte kümmern und uns alles wichtig, wichtig, wichtig. Nur, es hat nichts mit mir unmittelbar zu tun. Natürlich, ich lebe mit all diesen Wesen in einer Atmosphäre, bin aber auch der Meinung, je kraftvoller, machtvoller, selbstbewusster ich in meinem eigenen Bewusstseinsniveau göttlichen Erwachens bin, je stabiler ich da bin, desto mehr kann ich in diese Gesamtatmosphäre von dieser Information weitergeben. Und das wiederum steht ja dann tatsächlich in der Atmosphäre und allen damit als Information zur Verfügung. Ich bin absolut davon überzeugt, und das erlebe ich auch manchmal, wenn ich Beratungsgespräche mache, dass wir merken, dass wir vielleicht über einen Sohn gesprochen haben oder über die Mutter. Und auf einmal hat sich etwas bei Mutter und oder Sohn verändert, obwohl die gar nicht am Gespräch beteiligt waren. Und dann wissen wir wieder, dass die Art, wie wir wirken, sich auf andere auswirken kann. Die holen sich bewusst oder unbewusst aus der Atmosphäre auf einmal eine Information, die ihnen gut tut. Und somit bin ich wieder mal sowieso mit dieser Art auch im Dienste der Gesamtmenschheit, auch wenn ich mich konkret um bestimmte Themen nicht kümmere, weil es ist auch nicht meine Aufgabe. Aber nochmal sei es gesagt,
jedes einzelne Wesen mit seiner Art von Lebensart ist wirklich wichtig. Ja, das stimmt. Weitere Fragen, Anregungen? Wer möchte, der Jenne möchte, noch wer hier in der Runde? Sonst kommen wir bald zum Schluss des heutigen Abends. Dann sage ich, Jenne, dein Mikrofon. Ich würde gerne noch mal ansetzen in dieser Klarheit, die du vorhin angesprochen hast, Ingrid, die sich so warm anfühlt, diese Geborgenheit, dieses Miteinanderfühlen, ne, das Warme, ne, das, ja, geborgen. Und diese Klarheit, du hast von Licht gesprochen. Also, für mich ist das eher, also, Licht ist, ja, gehört noch mit zu der Zeit, also das Lichtzeitalter oder das Sonnenzeitalter. Und das, ne, Licht mache ich den Lichtschalter und dann habe ich Licht an. Und diese Klarheit, also da, wo sich das warm anfühlt, ja, da diese Klarheit, da ist das hell. Und hell, also das, da ist dann der Schein. Ne, nicht das Blendwerk vom Schein, sondern der Schein vom heiligen Schein. Ja, du hast das vorhin auch nochmal angesprochen, dieses Heilige. Und aus diesem Schein heraus, da wird man geführt. Ja, da ist das Licht. Ja, jetzt sage ich auch schon das Licht, aber die Helligkeit, der Pfad der Helligkeit. Und so empfinde ich das mittlerweile. Ja, und ja. Ich komme gleich dann nochmal dazu, aber Wahnsinn, Abend, also Hammer, was du heute Abend hier ja, an Gefühlen und Informationen übermittelst. Das ist fantastisch. Danke. Ich danke dir nochmal. Ich möchte aber trotzdem dir nochmal das Wort Licht ein bisschen nahelegen, wenn du mal davon ausgehst, dass im Wort Licht das Ich steckt. Also das Licht ist ja tatsächlich nur ein anderes Wort für Bewusstsein oder Bewusstwerdung. Und das läuft über das Ich. Auch wenn es am Anfang noch ein egozentrisches, kleines Ichlein-Linchen ist, mit seiner ganzen Bedürftigkeit, mit seiner Grausamkeit, mit seiner Unwissenheit, seiner Ohnmacht. Es wird zum großen Ich. Und das große Ich im Licht ist das Christus-Ich. J-C-H sind die Initialen des Christus. Und der Christus ist ja nichts anderes als der Begriff für ein Wesen, das sich seiner Gesamtheit, seiner Ganzheitlichkeit bewusst ist. Der Vater und ich sind eins. Und so sagen wir zum Beispiel in der Zahlenlehre, die 1 ist das Licht, die 2 ist die Liebe und die beiden zusammengeführt ergeben ein drittes und das ist die Lebens- oder schöpferische Intelligenz. Aus Licht und Liebe entsteht Lebensintelligenz oder das Leben. Das sind die 3 heiligen L. Licht, Liebe, Leben. Und das sind ist die geistige Trinität, die sich dann über die 4, die Erde, manifestiert. Da ist dann die Mater, die Materie. In der Mater, in der Materie sind diese 3 geistigen Aspekte integriert und wirken als Gestaltungsmacht. Und dann sind wir in der 4 und darum geht es, dass wir diese heilige Quaternität aus der geistigen Trinität zum Abschluss bringen. Es ist unsere Aufgabe, zu vollenden, das geistige Prinzip in die Erde zu bringen und dort unser Licht leuchten zu lassen und damit auch die Erde erhellen im heiligen Schein des Göttlichseins. Ach mein Gott. Das sind schon richtige Abschlussworte, sage ich schon bald, Ingrid, wie du das jetzt zusammengefasst hast. Ich möchte auch, dass wir langsam zum Ende kommen, wenn wir sagen maximal 3 Stunden. Und es ist deine Entscheidung, du bist schon
viele Stunden überziehen. Von meiner Seite aus geht das, Ingrid. Da kommt mit Sicherheit noch der ein oder andere, der ist ja was zu fragen.